Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir machen heute mal ein wunderbares Review vom neuen Jeans-Dealer-Kodex. Der ist brandheiß. Heute ist Samstag und wir haben den im Laden jetzt und ja, schauen uns das alles mal gemeinsam an. Den Typen kennt ihr, mich kennt ihr auch und wir haben noch einen wunderbaren Gast aus unserer lokalen Community. Servus, ich bin neu, ich bin der Marc. Hi, grüßt euch. Ich spiele auch schon seit ein paar Jährchen irgendwie Warhammer und will euch auch noch ein bisschen was über die Dienste erzählen heute. Genau, der Marc ist, wie ich eben schon gesagt habe, festes Bestandteil aus unserer lokalen Community. Cooler, netter Typ und unser Jeans-Dealer-Experte heute. Ich hoffe. Also Experte insofern, ich weiß nicht, wie viel Ahnung, also das ist ja auch immer relativ, Kai und ich haben auf jeden Fall keine Ahnung davon. Wie bei allem anderen auch. Ja, genau, deswegen haben wir uns mal wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Und weil Samstagabend ist, dachten wir uns, wir trinken mal ein Bier. Wir müssen uns leider so hier anstoßen, dass wir das Etikett nicht in die Kamera zeigen. Und dann stoßen wir an. Auf euch. Mhm. Prost. Und dann werden wir heute mal ein bisschen, wir müssen jetzt mal ein bisschen Platz machen hier, durch den wunderbaren Jeans-Dealer-Kodex gehen. Wir werden euch jetzt nicht wirklich viel über die Geschichte, über den Fluff der Jeans-Dealer erzählen. Das heißt, wir fangen, würde ich sagen, bei den Einheiten einfach mal an. Wir gehen mal so nach und nach durch den Kodex durch und gucken uns das einfach mal an. Also die Artworks, wie ihr das aus den anderen Codices natürlich auch kennt, denke ich, schaut es euch dann mal an, wenn ihr den Codex selbst in der Hand habt. Die sind einfach wieder wunderbar, es sind auch wieder tolle Geschichten. Was ich auch cool fand, da ich keine Ahnung von den Jeans-Dealer vorher hatte, was Marc so ein bisschen erklärt hat, wie die Jeans-Dealer eigentlich so entstehen. Also du hast das ja mal so ein bisschen erzählt, kannst du ja vielleicht nochmal kurz mit dieser erste Generation und zweite Generation und so. Ja, die Geschichte ist ja eigentlich, dass die Jeans-Dealer ja die Menschen infiltrieren und dass ein Jeans-Dealer losgeschickt wird und sich quasi bei den Menschen einsiedelt und deren Kopf so ummodelt, dass die denken, es wäre ein Mensch und dann auch mit denen ein Kind zeugt. Das ist gut. Und dann halt die erste Generation zeugt. Und diese erste Generation erzeugt dann halt weitere Kinder mit den Menschen, die immer noch denken, die Jeans-Dealer sind Menschen. Und so geht das halt immer weiter über Generationen. Und die vierte Generation sind da eigentlich erst die normalen Symbionten, die Purestine Jeans-Dealer. Und so infiltrieren die dann halt einfach die Menschheit und die denken halt bis zum Schluss, das sind auch ganz normale Menschen ihresgleichen. Ja, so ich hätte dann eine Frage. Ja. Wie funktioniert das genau mit dem Kinderzeugen? Nein, ist okay. Also Augenseite. Wir hatten vorher schon das Gespräch, ob wir hier doch eine Plane hinlegen und ein bisschen ein anderes Video drehen. Ja, aber ja. Wir haben keinen Jeans-Dealer gefunden. Kein Jeans. Ja, liebe Freunde, es ist witzig, wir trinken Bier, wir haben auch schon eins getrunken, deswegen wird es noch ein bisschen witziger. Das ist schon. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall angelangt bei den wunderbaren Einheiten. Hier haben wir viele Bilder drin, wir zeigen euch das einfach mal groß. Es gibt geile neue Einheiten und wir haben ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen durchgeguckt. Hier geht es jetzt los, würde ich sagen, auf Seite 78. Wir haben uns das im Vorfeld heute schon mal so ein bisschen angeguckt. Und was kann man vorweg sagen, bevor wir jetzt wirklich in den Kodex dann detailliert reingehen, euch ein bisschen was erzählen? Also was ich halt schon am Anfang sehr geil fand, ist, dass der Kodex mit diesen komischen Markern kommt. Und vor allem, es ist eine 9 Zoll Schablone in der Mitte dabei. Und das sagt eigentlich schon alles. Also die 9 Zoll sind hier extrem wichtig. Mhm. Und man hat halt, ich glaube, es sind jetzt 40 Marker dabei, die man halt auf jeden Fall bei den Jeans-Dealern bei der Ausstellung braucht, was sehr geil gemacht ist. Mhm. Ist bei Codex umsonst sogar mit dabei. GW. Ja, wir haben uns vorhin gewundert beim Auspacken, was das da eigentlich hinten dran ist, aber das ist Pappe. Geile Pappe. Ja, Seite 78 geht es jetzt bei uns hier los und da fangen wir mal an. Ihr kennt es alle aus den Codices mit den berühmten Schlüsselwörtern, den Keywords. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Ja, hier mit dem, wenn ein Datenblatt der Jeans-Dealer Kults keinem bestimmten Kult zugeordnet ist, also wie gesagt, wir haben da auch diese verschiedenen Kults natürlich, die werden entsprechend der Keywords, wird dann der Kult impliziert, den man halt auswählt. Ich glaube, es gibt 6 verschiedene Und ist ja in den meisten Kodizes so, dass man 6 verschiedene Möglichkeiten hat, Dynastien, Legionen eben. Und so weiter. Genau. Und ja, dann geht es im Prinzip dann direkt los mit der bedingungslosen Loyalität, nennt sich das Ganze. Hast du es im Kopf vielleicht? Dann kannst du es so erklären. Also ist eigentlich dieser alte Arc Sir, den es in der 7. gab, jetzt auf Jeans-Dealer runtergezogen. Halt alle Charaktermodelle, die eine normale Jeans-Dealer-Kulteinheit innerhalb von 3 Zoll um sich haben, können halt den Schaden, den sie bekommen, auf eine 4+ verteilen, auf ein normales Modell innerhalb von einer Einheit so ungefähr. Was halt sehr geil ist, was, glaube ich, wenig andere Armeen haben, oder im Moment? Ja. Zumindest nur spezielle. Also es gibt das halt immer mal wieder, wie zum Beispiel jetzt die neuen, wie heißen sie, die beim Manius Calga beim neuen Modell dabei sind, diese mit den Schilden und so. Ah ja, okay, das haben wir jetzt nicht mehr. Ja. Der wurde leider verkauft. Aber es gibt dann immer nur spezielle Einheiten, ne? Genau. Und ja. Hier alle. Das ist halt schon krass, ne? Klingt schon mal stark. Ja. Und dann geht's los. Der Kult-Hinterhalt. Also das Ding ist, ich lese das jetzt einfach mal ganz kurz vor. Während der Aufstellung darfst du diese Einheiten im Hinterhalt statt auf dem Schlachtfeld aufstellen. Wenn sie das Schlüsselwort Infanterie oder Biker hat, darfst du sie im Hinterhalt oder im Untergrund, das ist nochmal geiler, statt auf dem Schlachtfeld aufstellen. Mit dem Hinterhalt, das erklären wir gleich natürlich nochmal ein bisschen näher. Wenn du eine Einheit im Untergrund aufstellst, darfst du sie am Ende einer deiner Bewegungsphasen erscheinen. Einer darf sie am Ende einer deiner Bewegungsphasen erscheinen. Stelle sie irgendwo auf dem Schlachtfeld, jedoch weiter entfernt als 9 Zoll von feindlichen Einheiten auf. Logisch, das ist eigentlich auch immer Standard so. Wenn du eine Einheit im Hinterhalt aufstellst, platziere irgendwo auf dem Schlachtfeld, jedoch vollständig innerhalb deiner Aufstellungszone. Das ist auch wichtig mit diesen Hinterhaltsmarkern. Für jede Einheit, die du auf diese Art aufstellst, brauchst du einen Hinterhaltsmarker. Das ist genau das Ding, was Marc erzählt hat, deswegen haben wir da 40 Stück von. Ist schon eine sehr geile Sache, ne? Wenn man sich das mal so... Also wenn man dann 40 Einheiten hat, die alle im Hinterhalt aufstellen, dann... Dazu kurz die Frage, vielleicht auch für euch interessant. Man kann quasi die halbe Armee im Hinterhalt aufstellen. Richtig? Alles. Man kann die halbe Armee im Hinterhalt aufstellen und die andere halbe Armee kann man quasi dann im Untergrund aufstellen. Das heißt, es steht am Anfang nichts auf dem Feld, bis auf so ein paar Marker. Ja, und das hebelt die Regel aus, dass mindestens 50% auf dem Feld stehen müssen. Sehe ich sogar. Wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, als du vorhin noch nicht da warst, weil die Einheiten stehen ja auf dem Feld. Die sind ja nur im Hinterhalt. Ne? Also aber es gibt ja dann noch eine kleine Sonderregel, das kommt gleich noch, wie die aufgestellt werden. Also das ist ein bisschen spezieller bei denen im Hinterhalt auf jeden Fall. Genau, dann waren wir, wenn du einen Transporter im Hinterhalt aufstellst, musst du deinem Gegner jedoch trotzdem sagen, welche Einheit er bei der Aufstellung enthält. Ein bisschen komisch übersetzt, glaube ich. Aber entsprechend muss ich euch einfach sagen, wenn ich jetzt spiele, wo ist was drin. Ja, ne? Genau. Dass da der Unterschied erkennbar ist, wenn ich ein Ding habe. Lege für Einheiten, die Schlachtfeld, Transporter, das ist völlig egal. Hinterhaltsmarker sind keine Einheiten und können nicht als Ziel gewählt werden, attackiert oder zerstört werden. Das macht es halt nochmal geiler, weil da kommt bald auch noch was. Ja, also als Gegenspieler sieht man die Marker, aber man kann sie halt nicht attackieren. Ja. Wenn du die Entfernung von oder zu einem Hinterhaltsmarker misst, dann immer zu seiner Mitte. Also sage ich mal ähnlich wie bei Missionszielen, das auch der Fall ist. Bei einer Mission mit der Sonderregel verdeckte Aufstellung, das ist auch nicht so wichtig, das lassen wir. Dann haben wir die Hinterhaltsmarker aufdecken. Also, wir stellen uns das wirklich so vor, ich habe pro Einheit meine Hinterhaltsmarker, die platziere ich alle in meiner Aufstellungszone, womöglich auch relativ nah am Rand, also zur freien Zone hin. Und dann steht meine ganze Armee entweder mit diesen Markern hier, oder ich sage halt, ja gut, Infanterie und Biker, die stelle ich in den Untergrund. Ja. Und dann geht's los. Das heißt, ich habe im Prinzip erstmal relativ wenig Stress beim Aufstellen. Wie schnell? Vor allem zu der Grundgedanke. So, und dann geht's los. Gegenspieler macht sich natürlich total Stress mit dem Aufstellen. Das ist total nervig. 2-3 Marker fertig. Ja, so. Ja, und dann, wenn wir als Jeans-Dealer-Spieler jetzt den ersten Zug haben, musst du zu Beginn deiner Bewegungsphase all deine Hinterhaltsmarker einen nach dem anderen aufdecken. Klar,
die Einheit muss bewegt werden, dann kommt es aus dem Hinterhalt raus. Bevor du Einheiten bewegst, jedes Mal, wenn du einen Hinterhaltsmarker aufdeckst, wähle einen deiner im Hinterhalt aufgestellten Einheiten. Das heißt, ich muss nicht mal explizit sagen, diese Einheit gehört zu diesem Hinterhaltsmarker. Das ist ja auch nochmal wichtig. Man kann alles hin und her tauschen. Geil, ne? Man muss zwar am Anfang sagen, ich lege einen Marker hin und dafür kriege ich diese Einheit in den Hinterhalt, aber nachher kann ich die aufdecken, wo ich will. Das bietet einen immensen taktischen Vorteil unter Umständen. Vor allem, wenn man normale Infanteristen sieht, die auf 24 Zoll zwei Laser und zwei Granatwerfer dabei haben. Das ist schon bitter. Eben, ja. Wähle einer deiner im Hinterhalt, blablabla. So, dann platziere eines ihrer Modelle innerhalb von 1 Zoll um diesen Marker. Entferne dann den Marker und stelle den Rest der Einheit vollständig innerhalb von 6 Zoll um das erste Modell. Das bedeutet, man kann sich sogar noch in einer bestimmten Richtung dann ausrichten. Man muss sich das gar nicht vorher überlegen. Ja, aber 9 Zoll vom Gegner weg. 9 Zoll noch vom Gegner weg. Ja, ja, gut, 9 Zoll vom Gegner weg ist, ja. Aber das kommt ja noch schöner. Also das ist, bietet ja auch schon mal wieder eine kleine Möglichkeit. Ob es nicht schon schön genug wäre. Kannst du schon 6 Zoll nach vorne ziehen. Ja. Ja. Weiter als 9 Zoll von feindlichen Modellen, das hast du auch schon gesagt. Wenn dein Zug ist, darf sich diese Einheit während des Zuges, in dem sie aufgestellt wurde, noch normal bewegen und schießen. Das Feld gehört euch, Leute. Das heißt, die können stehen bleiben, wurden verdeckt aufgestellt quasi und feuern ihre Heavy Weapon ohne Waffen, ohne Abzug ab. Ja. Ja. Wobei es dann natürlich auch nochmal anders ist. Ja gut, wenn dann, das kommen wir nachher noch zu, da gibt es noch ein bisschen was, wie man das besonders pushen kann und so. Und, er hat schon wieder taktische Finessen rausgefunden. Ja. Das heißt also, die können noch normal bewegt werden und auch schießen. Doch wenn es sich in einen Transporter handelt, dürfen Transportereinheiten, die in diesem Zug aussteigen, nicht näher als 9 Zoll an feindlichen Modellen aufgestellt werden. Das wäre halt auch ein bisschen krass. Also, ne? Ja. Beachte. Schade eigentlich. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Noch auch. Dazu noch. Bieten so viele Möglichkeiten, dann kann man das doch auch noch machen hier, ne? Naja. Beachte, dass Einheiten, die aus dem Hinterhalt eintreffen, zwar als Verstärkung eintreffen, aber dennoch in allen Regelbelangen, wie etwa beim Abwehrfeuer schwere Waffen, behandelt werden, als wären sie stationär geblieben. Also das ist das, was wir eben gesagt haben. Mega geil. Schwere Waffen, stationär. Ja. Ja. Also sofern sie sich nicht tatsächlich bewegt haben. Wenn dein Gegner den ersten Zug hat, darf keine seiner Einheiten innerhalb von 9 Zoll, und das ist das Geile, Leute, wenn dein Gegner den ersten Zug hat, darf keiner seiner Einheiten innerhalb von 9 Zoll um einen deiner Hinterhaltsmarker aufgestellt werden oder seine Bewegung innerhalb von 9 Zoll um diesen Hinterhaltsmarker beenden. Also, Charge in der ersten Runde ist, also ihr müsst halt beim Charge dann immer die 9 Zoll schaffen, wenn ihr die Jeans da angreifen wollt. Das ist, ihr könnt nicht näher ran. Ist das nicht geil? Ja, wenn ich die jetzt spielen würde, fände ich das auch geil. Spielst du doch. Wir fangen sie doch an gerade. Ach so, ja. Wie auch immer. Ja, am Ende der Bewegungsphase deines Gegners, also sollten wir nicht anfangen und die Dinger dann natürlich aufdecken müssen. Am Ende der Bewegungsphase deines Gegners, nachdem er all seine Verstärkung, falls vorhanden, aufgestellt hat, deckst du deine Hinterhaltsmarker, wie zuvor beschrieben, auf, bevor er die Runde wie gewöhnlich fortsetzt. Das heißt, er bewegt sich erst und dann fange ich an, die Dinger aufzudecken. Und dann, merkt euch diesen Punkt jetzt, dann kommen nachher noch ein paar Stratagems ins Spiel, die das halt nochmal viel geiler machen. Vor allem, es ist ja schon geil, der Gegner bewegt sich und ihr seht, wo er hinzieht und dann könnt ihr eure Einheiten platzieren, wo ihr wollt. Also an jedem Marker, wie ihr wollt. Ihr könnt die schweren Waffen nach hinten stellen, die lieben Rustpanzer nach vorne und wie ihr wollt. Also es ist schon krass. Oder? Es klingt definitiv danach, als wäre es ziemlich hart. Ja, wollen wir vielleicht, bevor wir auf die Einheiten an sich eingehen, weil wir sind jetzt so ein bisschen schon im Taktischen, wollen wir einfach mal die Stratagems durchgehen, beziehungsweise so die anderen Sonderregeln und die Einheiten zum Schluss machen? Ja, ich denke, das passt. Ja, ja, passt das? Dann würde ich sagen, hier, auch geil. Mhm. Wäre eigentlich cooler gewesen, hätten wir mal komplett mit den Einheiten angefangen und dann mit der Taktik, aber gut. Ja, machen wir es halt mal anders. Ja. Ist ja egal. Irgendwer kann das ja vielleicht auch aufwendig schneiden. Nee, das machen wir nicht. Ach so. Ja, wir machen aber mal ganz kurz einen Cut und fangen wieder an, weil sonst schaltet die Kamera sich automatisch aus und ein. Aufstand heißt das Ding. Rutsch mal ein bisschen so. Entschuldigung. So. Haben wir das auch gesehen? Ja, das haben wir auch gesehen. Gut. Das ist blöd. Ja, gut. Ach, wieso? Ja. Wieso?
108, Seite 108. Also wir haben hier links erstmal, das ist hier so die speziellen Fähigkeiten, beziehungsweise wir gehen dann auch auf die Kults gleich ein. Und links haben wir Regeln für das ausgewogene Spiel. Wenn du deine Armee in Schlachtordnung in einem ausgewogenen Spiel einsetzt, gelten die folgenden Regeln. Jeans-Sekte, du kannst jedes Charaktermodell der Jeans-Dealer in jedem Kontingent nur einmal einsetzen. Geht gar nicht. Ein Kontingent darf zum Beispiel nur einmal den Patriarchen oder einen Markus enthalten. Ja, ja gut, irgendwie muss es ja ein bisschen eingeschränkt werden. Ne? Ja, das ist ja. Ist jetzt nicht so schlimm, denke ich. Naja, wenn man jetzt viele HQs braucht, wenn man irgendwie zwei Bataillone voll machen will oder so, dann wird es eng. Ja. Ne? Das ist natürlich. Na gut, vier verschiedene kriegst du schon zusammen. Ja, das geht schon. Ja. Aber die geilsten kriegst du halt nicht viermal rein. Ja, macht sonst nehme ich halt ein paar Kommissare mit oder so. Oh, stimmt, das geht ja auch. Kommen wir gleich zu. Ja. Fähigkeiten. Befindet sich deine Armee in Schlachtordnung, haben alle Standardeinheiten in Jeans-Dealer-Kontingenten und in Brute Brothers-Kontingenten, wie unten definiert, das kommt gleich, die Fähigkeit Aufständische. Also im Prinzip, das ist dieses Objective Secured. Genau. Ne? Nichts anderes ist es. Dann haben wir die Glaube des Kults. Alle Kultinfanterie- und Kultbiker-Einheiten mit dieser Fähigkeit haben einen Glauben des Kults, solange jede Einheit in ihrem Kontingent aus demselben Kult stammt. Kommen wir gleich zu. Das sind hier die berühmten Dinger, was wir vorhin schon kurz besprochen haben. Ja. Der Glaube des Kults, den sie erhalten, hängt davon ab, aus welchem Kult sie stammen, bla bla bla. Dann haben wir die Brute Brothers, nennt sich das. Einige Einheiten der Jeans-Dealer-Kults haben zusätzlich das Schlüsselwort Brute Brothers. Diese Einheiten kannst du in einem Jeans-Dealer-Kults-Kontingent aufnehmen, ohne dass dies verhindert, dass andere Einheiten des Kontingents einen Glauben des Kults erhalten. Jetzt kommt's. Jo. Ja, da kannst du mal gleich loslegen. Hör zu jetzt. Schrei mich nicht an. Zusätzlich kannst du um Astra Militarum Einheiten darzustellen, die unterwandert wurden, Astra Militarum Einheiten und Dienstler Kults Einheiten zusammen in derselben Armee des ausgewogenen Spiels spielen, auch wenn diese Einheiten kein Fraktionsschlüsselwort gemeinsam haben. In solchen Fällen ignorierst du die Astra Militarum Einheit, wenn du die Fraktion deiner Armee wählst. Also du kannst komplett Astra Militarum hiermit zusammenpacken. Aber die profitieren dann nicht von den Kulten? Nein. Gut. Immerhin. Wir haben da deswegen, hier sind ja ein paar Einheiten der Astra Militarum gleich implementiert. Den Sentinel, Scout Sentinel, Armored Sentinel. Das kennt man ja schon. Lehman Russ, Chimera ist glaube ich mit drin. Diese Dinger sind mit drin. Das heißt, die könnten sogar von dem Glauben des Kults profitieren. Aber jetzt stellen wir uns mal einen ekelhaften Suppenspieler vor. Wir haben jetzt keinen hier. Aber. Man baut. Ich merke richtig, wie du mich anguckst. Entschuldigung. Man stelle sich einfach mal vor, man baut sich jetzt so eine fiese Jeans-Stil-Armee zusammen mit all diesen Shenanigans, die da möglich sind, mit diesen Markern. Mit den Stratagems, die noch kommen. Und dann stelle ich einfach hinten, also ich könnte mir vorstellen, ich kann mich nicht richtig da reinversetzen, wie das ein fieser Suppenspieler machen würde, aber wenn ich dann hinten rein so ein paar Basilisken stelle, vielleicht noch so ein Manticore, so ein paar Lehman Russ, ein Tenkoman, das sind keine namhaften Modelle, das ist doch geil. Also ja, ich finde das, glaube ich, ganz gut. Ist natürlich auch die Frage, ist der Jeans-Dealer Lehman Russ jetzt nochmal ein anderes Modell wie der, ich sag mal so an die ARS-Spieler? Wenn man da jetzt einen Lehman Russ von den Jeans-Dealern und einen Lehman Russ von den Astra Militarum zusammenspielt, könnte man noch mehr. Ist der hier drin? Ja, der ist tatsächlich hier drin. Ja, und, dann, wenn der. Das könnte also sein, dass man dann statt. Wie viel sind es? Vier normalerweise? Fünf. Ne? Fünf? Pask. Ja, gut, mit Pask. Gut, dann hätte man aber fünf. Aber Pask darf man ja nicht. Nee, aber dann kannst du fünf bei Jeans-Dealern. Ja, das ist krass. Wenn du jetzt so rechnen würdest, dass du. Ja, fünf für das Astra Militarum-Kontingent und dann nochmal zwei bei den Jeans-Dealern. Nee, ohne Pass sind es ja nur vier, oder? Ach, vier, dann wären es sechs. Weil hier kriege ich auch noch zwei rein. Aber Tank Commander, geht das überhaupt? Warum nicht? Weil die können doch keine Befehle geben. Wieso? Da geht es jetzt schon wieder los. Ja, gut. Wir können ja mal weiterlesen. Aber gehen wir mal davon aus, dass man drei bis vier schon mal mindestens reinpacken kann. Zusätzlich zu den tollen. In Arslisten. Ja. Wenn sich deine Armee in Schlachtorten befindet, kannst du nur einzelne Astra Militarum Kontingente. Eines, in dem jede Einheit das Schlüsselwort Astra Militarum hat, für jedes Kontingent der Jeans-Dealer-Kults in deiner Armee aufnehmen. Du kannst keine Charaktermodelle mit Eigennamen des Astra Militarum aufnehmen und diese Kontingente dürfen keine Sonderkontingente sein. Klar.
Diese Astra Militarum Kontingente werden als Prut Brothers Kontingente bezeichnet und jede Einheit darin, die das Schlüsselwort Regiment oder Militarum Tempestus hat, ersetzt dieses in allen Stellen ihres Datenblatts durch das Schlüsselwort Prut Brothers. Das heißt, du kannst auch Skylines rein. Klar, was krass. Die Taurox Prime und sowas kannst, ja, du, kannst du auch alles. Man kann. Prut Brothers Kontingente erhalten keine der Kontingentfähigkeiten aus dem Kodex. Ah, hier, da ist die Frage beantwortet. Erhalten keine Kontingentfähigkeiten aus dem Codex Astra Militarum, wie etwa Regimentsdoktrinen, und sie können auch keine regimentsspezifischen Gefechtsoptionen, Befehle und so weiter verwenden. Okay. Mhm. Dann aber die Frage. Es reicht trotzdem. Also ja, man kann ja trotzdem zwei Commander mitnehmen, zwei Demon Wars und dann zwei Team Sealer Demon Wars, hat man trotzdem sechs Stück. Commander treffen halt besser, ne? Oder? Ja, doch schon. Ne? Treffen die, also passt auf jeden Fall auf die 2 Plus, aber weiß ich gar nicht. Ich hatte auch 3, glaube ich. Ne? Also in der Ars Bellica Liste sind tatsächlich dann wahrscheinlich 6 möglich. Ja. Das. Ja. Und bei normalen, ausgewogenen Spielen. Schon krass. Haut die Finger rein. Haut Demon Rush rein ohne Ende. Ja. Ach, übrigens könnt ihr dann auch. Die meisten hier haben das Keyword Tyranids. Das heißt, ihr könnt dann einen Demon Rush neben Exokrine stellen und vorne ein paar Jeans-Dealer reinpacken. So Spielchen sind jetzt alle möglich. Schon krass. Richtig also, schöne Suppen. Schreit nach der bösesten Suppe, die aktuell möglich ist. Jetzt nach aktuell. Definitiv. Ja, das klingt so, ja. Ja, wo geht's weiter? Zudem wird der Moralwert von Infanteriemodellen in Brood Brothers Kontingenten um 1 erhöht und sie erhalten die Fähigkeit bedingungslose Loyalität. Also was war das? Bedingungslose. Axel, glaube ich, ne? Ach, was? Das kriegen die auch noch. Ja. Alles klar. Bedingungslos, ja, ist der Axel. Ja. Einheiten in Brood Brothers Kontingenten erhalten nicht die Fähigkeit Kult Hinterhalt. Das wäre auch zu schön. Scheiße. Ja komm, irgendwo muss ja auch Schluss sein. Hast du ja recht. Aber es reicht auch so. Also man kann sie ja da wirklich echt alleine spielen. Ja, ohne das, mal, also das, um mal vom Astra Militarum wegzukommen oder von den Tyranniden alleine, sind die halt aber echt schon stark genug, muss man sagen. Dann halt keine Charaktermodelle, keine, und du da kannst Charaktermodelle aus Brood Brothers Kontingenten keinerlei Relikte geben, bla bla bla, das ist logisch. Zusätzlich werden die Kommandoboni aller Brood Brothers Kontingente, die auf diese Weise aufgenommen werden, halbiert. Es wird aufgerundet. Das ist immer gut. Dies stellt dar, dass diese Kontingente nicht zur Hauptstreitmacht der Jeans-Dealer Kals gehören. Logisch. Ja. Geile Scheiße. Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, ich werde zum Solo-Spieler. Ich glaube, ich spiele nicht mehr mit dir. Ach Gott. Ja. Du aber, ne? Also, ich. Was? Mal gucken. Mal gucken. Die Hosen. Doch eine Art von Mittag. Leute, die Hosen bei den beiden sind so feucht, ja? Wegen dem Codex. Na gut, ich muss halt sagen, ich finde es halt ziemlich geil, die ganzen Jungs mit den Tyranniden zu spielen. Ich habe halt zu Hause eine riesen Tyranniden-Armee und das ist halt jetzt. Jetzt. Ziemlich cool. Ja, das ist. Ja, geil, ne? Ich bin froh, dass ich Astra Militarum angefangen habe. Und jetzt die Greenzealer. Das ist krass, ne? Zufall. Zufall. Welcher Zufall? Das ist ja Wahnsinn. So. Wer hätte das gedacht? Kommen wir zu den sechs Begabten. Sechs besagten Glaubensrichtungen des Kultes. Wir fangen einfach mal an mit dem Kult des vierarmigen Imperators. Klar, warum gibt's den nicht? Bis zum Ende der ersten Schlachtrunde addierst du 1 zu den Vorrücken und Angriffswürfen für Einheiten mit diesem Glauben des Kults. Wenn ab der zweiten Schlachtrunde eine Einheit mit diesem Glauben des Kults aufgestellt wird, addierst du jeweils bis zum Ende des Zuges 1 zu den Vorrücken und Angriffswürfen der Einheiten. Achso. Das heißt, alle, die im Hinterhalt auf, also alle Einheiten, die irgendwo aufblocken, können in den ersten Zug quasi 1 zum Vorrücken und Angriffsreichweiten addieren. Ist okay. Klingt schon mal cool. Ist gut. Ja, dann haben wir den armen Prinzen. Du kannst Trefferwürfe für Attacken mit Nahkampfwaffen einer Einheit in diesem Glauben des Kults in einem Zug wiederholen, indem sie eine Angriffsbewegung ausgeführt hat. Angriffe wurde oder eine heroische Intervention ausgeführt hat. Aber ich glaube, wir brauchen Schluck Bier. Auch okay. Auch okay, ja. Gut. Hm. Weiter geht's mit dem Makropol-Kult. Wenn einer Einheit mit diesem Glauben des Kults einen Moraltest misslingt, halbierst du die Zahl der Modelle, die fliehen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man mal Massen spielt, ne? Ja. Es wird abgerundet. Ah ja, da wird abgerundet. Auch gut. Ja. Zusätzlich können Einheiten mit diesem Glauben des Kults in einem Zug, in dem sie sich zurückgezogen haben, immer noch schießen.
Doch wenn sie das tun, musst du eins von allen Trefferwürfen der Fernkampfphase zugesagt ziehen. Ja, mein Gott, okay. Ist bei so einer Armee vielleicht gar nicht so schlecht. Moralwert, du stehst weit vorne, verlierst viele Modelle, halbierst die Modelle und dann kannst du, wenn du im Nahkampf bist, rausgehen, kannst halt an auf die 5-Nummer, die meisten auf die 5-Nummer schießen. Auch okay, noch treffen. Okay. Dann haben wir das Klingenzahnrad. Ich glaube, das war auch mein Favorit. Alle Modelle mit diesem Glauben des Kults haben einen Rettungswurf von 6+. Modelle mit diesem Glauben des Kults, die bereits einen Rettungswurf haben, verbessern diesen um 1 bis zu einem bestmöglichen Rettungswurf von 3+. Das kennen wir eigentlich auch schon aus anderen Codices. Zusätzlich erleiden Infanteriemodelle mit diesem Glauben des Kults keinen Abzug auf Trefferwürfe, wenn sie sich bewegen und schwere Waffen abfeuern. Deswegen ist es mein Favorit. Ja, für mich ist auch der Retter ziemlich geil, weil ja. Die normalen Jeans-Leader kriegen jetzt halt anstatt ihren 5er-Retter einen 4er-Retter. Ja, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Und der, wie heißt der Chef? Der, ach du Scheiße, deswegen der Hutlord eigentlich auch. Ja, deswegen ist das härter wie bei den meisten anderen Kodizes. Zum Beispiel bei Elder hast du nur den 6+-Retter mit dem Dingsbums und bei denen ist es so, dass alle anderen Einheiten, die eh einen haben, noch einen besser kriegen. Deswegen ist das schon mal eine extra Nummer stark, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwas gibt im Kodex, was ein 4er-Retter hat, was dann ein 3er-Retter bekommen würde. Das können wir nachher mal durchgucken. Vielleicht merken wir uns noch. Vielleicht ein Strategy oder so. Mal gucken. Ja, kann sein. Dann haben wir die rostige Kralle. Wenn du Schutzwürfe außer Rettungswürfe für ein Modell mit diesem Glauben des Kults ablegst, addierst du 1 zum Ergebnis, wenn die Waffe, die für die Attacken verwendet wurde, einen Durchschlagswert von 0 oder minus 1 hat. Das ist ja, das kommt mir vor wie ja. All is Dust fast ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen anders, aber so ähnlich, ja. Geht in die Richtung. Zusätzlich erleiden Biker-Modelle mit diesem Glauben des Kults keine Abzüge auf ihre Trefferwürfe für das Bewegen und Abfeuern von schweren. Ah. Ist halt so dieses Biker-Ding, ne? Aber ja. Biker haben, glaube ich, auch nicht so viele schwere Waffen. Ich weiß nicht, ob das so stark ist. Na, gucken wir mal. Und dann haben wir noch die verdrehte Helix. Addiere 1 zum Stärkewert von Modellen mit diesem Glauben des Kults. Zusätzlich addierst du 2 zu Vorrückenwürfen Einheiten mit diesem Glauben. Das ist halt auch ganz geil für Jeans-Dealer. Das finde ich mega geil, ehrlich gesagt. Ja. Die ja eh nicht schon genug Attacken haben. Tust du da nochmal was zu? Mit Stärke. Ja, zum 1 zu Stärke. Ja, und dann nochmal 2 für Vorrücken. Das heißt, jetzt haben die Jeans-Dealer, also die normalen Jeans-Dealer, schon mal eine 5er Stärke. Ja. Merken wir uns mal die 5er Stärke. Schon hart. Vorrücken brauchen sie nicht unbedingt, glaube ich, mit dem ganzen Hinterhalt-Quatsch. Oder? Ich kann mir jetzt noch nicht so vorstellen. Ja, weiß nicht. Je nachdem, wie du das spielst. Also man muss halt gucken, ne? Warum Vorrücken? Ja. Man hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten, da andere Sachen zu machen. Aber ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass es auch Einheiten wie bei Tyraniden oder Möglichkeiten gibt wie bei Tyraniden, dass die vorrücken dürfen und angreifen dürfen noch. Okay. Das gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit. Dann würde es wieder Sinn machen, weil da hätte man +2 zum Vorrücken und man könnte mal angreifen. Gehen wir mal zu den Gefechtsoptionen, würde ich sagen, so langsam nochmal. Geheime Ziele. Für einen Command Point setze diese Gefechtsoption vor der Schlacht ein. Wenn deine Armee von einem Kriegsherrn der Jeans-Healer-Kults angeführt wird, was ja der Fall sein wird, und du eine Mission spielst, die taktische Missionsziele verwendet. Für die Dauer der Schlacht hältst du deine taktischen Missionsziele vor dem Gegner geheim und legst sie erst offen, wenn du sie erreicht hast. Gibt's, glaube ich, auch schon. Ne? Das gab es früher bei Malstrom, glaube ich. Ne? Da gab es eine Mission, die. Ja, da hast du immer verdeckte Ziele gehabt, irgendwie sowas. Ja, unspektakulär, ne? Gut, also das macht vielleicht nur Sinn, wenn du wirklich deinem Gegner gar nichts erzählen willst. Ja. Alles in Hinterhalt stellen, Missionsziele auch nicht verraten, dann weiß er halt nichts von dir. Ja, und da man jede Runde neue Karten ziehen muss, das ist ja nicht so stark, da die Karten mal wechseln. Das ist vielleicht in der ersten Runde stark, aber danach, glaube ich. Ja. Im Schatten lauern, die nächste. Zu Beginn ja, der Fernkampfphase des Gegners einsetzen, kannst du eine Infanterieeinheit der Jeans-Stealer-Kult nehmen, die sich vollständig in einem Geländestück, in oder auf einem Geländestück befindet. Bis zum Ende der Phase können feindliche Modelle nur auf diese Einheit schießen, wenn diese Einheit die ihnen nächste sichtbare Einheit ist. Also quasi eine Charaktermodellregel. Ne? Stimmt, genau. Ja. Ja, okay. Für normale Einheiten. Ja. 2 Bewegungspunkte. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn man irgendwas Wichtiges schocken lässt. Ja. Oder sowas schocken lässt. Ja, dann sind die nicht gleich weg, wenn der Gegner dran sein sollte. Ne? Also 2 Befehlspunkte allerdings. Also ja, das muss man sich gut überlegen. Ja gut, kommt drauf an, wie viel wird man generieren können. Ne?
Gut, es wird halbiert mit dem Astra Militarum-Kram, ne? Das finde ich schon mal ganz gut, dass es nicht zu übermäßig genutzt werden kann. Aber insgesamt wirst du bestimmt auch so auf 10, 12 bei den Punktkosten, die die Dinger haben. Ja, ganz locker und wahrscheinlich. 10, 12 Command Points, da kann man sich sowas schon mal leisten. Ja, vor allem haben wir ja auch wieder die Möglichkeit, durch Kriegsherrenfähigkeiten oder was ich komme nachher nochmal zu, auch nochmal ein bisschen was rauszuholen mit Command Points. Ja. Aber ja, nächste. Für einen Befehlspunkt. Sie kamen aus der Tiefe, nennt sich das Ding. Du kannst die Gefechtsoption einsetzen, bevor du einen Hinterhaltsmarker aufdeckst. Wähle bis zu 3 Einheiten, ausgenommen Fahrzeuge, deiner Armee, die in einem Hinterhalt aufgestellt sind. Für jede gewählte Einheit entfernst du einen Hinterhaltsmarker vom Schlachtfeld. Die gewählten Einheiten sind nicht länger im Hinterhalt aufgestellt, sondern stattdessen im Untergrund, wie in der Fähigkeit Kult Hinterhalt beschrieben. Oh. Ups. Ja. Ganz kurz. Ja. Der Gegner fängt an. Kai spielt jetzt gegen mich. Oder gegen dich. Bewegt jetzt seine Einheiten irgendwie so. Ja. Und dann hat er seine Runde gemacht. Du deckst. Ja. Und du musst jetzt quasi aufdecken, weil seine Bewegungsphase ist vorbei. Dann siehst du, ach, er hat sich da so ein bisschen bewegt, hat so ein paar schwere Waffen da irgendwie ein bisschen blöd angebracht. Fällt mir alles nicht so richtig. Da habe ich keinen Bock drauf, oder? Ja. Dann gehe ich einfach in den Untergrund. Und dann, wie viele Einheiten waren es? 3 Einheiten sogar? Bis zu 3. Für einen Befehlspunkt. Sind die einfach nochmal eine Runde länger weg und können dann 9 Zoll vom Gegner auftauchen? Gucken wir mal, ob das nicht vielleicht ein Druckfehler ist hier. Nein. Und jetzt die hier. Dann machen wir mal, genau, genau geplanter Aufstand. Auch für einen Befehlspunkt. Setze diese Gefechtsoption ein, bevor du einen Hinterhaltsmarker aufdeckst. Bewege bis zu 3 deiner Hinterhaltsmarker, um jeweils bis zu 12 Zoll. Diese Marker müssen mehr als 9 Zoll Abstand von feindlichen Modellen wahren, ist klar, und vollständig innerhalb deiner Ausstellungszone bleiben. Immerhin. Kennt ihr so Hütchenspieler? So kommt mir das vor. Das ist genau das, was man mit den Jeans-Stealern macht. Du weißt nicht, wo was ist. Weißt nicht, was ich will. Jetzt mal ganz ehrlich. Setze diese Gefechtsoption ein, auch bevor du einen Hinterhaltsmarker aufdeckst. Das passiert alles, bevor du auch nur überhaupt eine Einheit mal rausholst. Ja. So, ja. Dann lasse ich die einen in den Untergrund verschieben. Ein Befehlspunkt. Und dann gefällt mir das immer noch nicht, weil Kai sich vielleicht doch immer so ein bisschen doof bewegt hat. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Dann stelle ich die einfach 12 Zoll weiter weg. 3. Dann schiebe ich die 8 ein bisschen hinter. Ja, hier, Hütchenspieler hinters Haus. Und jetzt mal ganz ehrlich. Was sind denn da für Sachen möglich? Ne? Ich überlege gerade, was man dagegen macht. Das wird schwierig, da sich. Man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das ist absolut unmöglich. Es ist auf jeden Fall schon mal so, man will als Jeans-Dealer-Spieler eigentlich gar nicht mehr anfangen. Was sonst immer so, man will den ersten Zug haben, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ja? Das ist völlig egal. Also man will eigentlich den zweiten Zug haben, lass den Gegner anfangen. Lass ihn auf deine Marker. Diese psychologische Wirkung, die man dann hat, weil man auch einfach so gelassen ist vor der ersten Runde. Ja. Du bist einfach. Ist einfach egal. Mach doch mal was. Egal, was du jetzt machst. Du freust dich, dass du angefangen hast. Egal, was du machst. Ich ärgere dich jetzt gleich nochmal für 2 Befehlspunkte. Und danach geht es ja noch weiter mit dem Befehlspunkt. Ne? Das kommt ja noch ein bisschen mehr. Also. Ja, wie auch immer. Wollen wir alle durchgehen oder so die markantesten mal rausnehmen? Den Rottenzirkel hatten wir jetzt noch nicht. Ne? Ja, lass uns ruhig alle schnell mal durchgehen. Rottenzirkel. Ein Befehlspunkt. Setze diese Gefechtsoption vor der Schlacht ein. Wenn dein Kriegsherr ein Patriarch ist, wähle bis zu einem Magus und bis zu einem Primus deiner Armee. Ermittle für jedes gewählte Modell eine Begabung des Kriegsherrn. Beachte, diese Modelle nur in Bezug auf Begabung des Kriegsherrn als dein Kriegsherr betrachtet werden. Das, ja, okay. Jedes der 3 Modelle muss eine andere Begabung erhalten. Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal pro Schlacht einsetzen. Mhm. Ja, das ist klar. Ja, das gut. Geht. Egal. Dann gibt es halt die ergebende Besatzung. Das besagt an sich ganz einfach, dass Jeans-Dealer-Kult-Fahrzeuge einfach die oberste Tabelle benutzen. Auch wenn sie nur 2 Lebenspunkte haben oder so, dann können sie halt immer noch voll agieren. Kostet einen Befehlspunkt. Ja. Kann mal ein ganz cooles Nice-to-have sein. Das kennt man ja auch, dieses Schadensprotokolle und sowas überschreiben, was es da bei Imperium gibt und sowas. Ja, das stimmt, ja. Ja, nächster. Monströse Vitalität. Genau. Wähle einen Aberrant
Eine aberrant Einheit deiner Armee. Bis zu Beginn deines nächsten Zuges addierst du 1 zu den Würfen für bestialische Vitalität für diese Einheit. Bestialische Vitalität? War das nochmal? Das kommt nachher noch zu. Das ist dann, die haben an sich einen 5er Feel No Pain und kriegen da jetzt halt plus 1 drauf. Das heißt, die haben einen 4er Feel No Pain. Auch okay, ne? Ist gut. Wobei man, da waren wir stehen geblieben, sagen muss, dass die Aberrants halt auch den Schadenswert von Waffen, soweit ich noch in Erinnerung bin, von immer um 1 reduzieren. Das heißt, Waffen mit Schadenswert 2 machen nur 1 Schaden und darauf würfelt man dann halt damit auf die 4+. Ach, okay. Also nicht mehr zweimal auf die 4+, sondern nur einmal. Das ist echt der Standard. Hypermetabolismus. Setze diese Gefechtsoption zu Beginn deiner Bewegungsphase ein, wähle ein Charaktermodell der Genestealer-Cults deiner Armee. Dieses Modell erhält W3 verlorene Lebenspunkte zurück. Standardding. Mhm. Dann haben wir noch mit Sprengladungen versehen, diese Gefechtsoption, wenn ein Genestealer kalt ist, also automatisch explodieren lassen. Auch so ein Standardding. Ja. Ja, nicht jeder, aber gibt's, ja. Erster Fluch. Was ist denn noch schön? Der erste Fluch ist für Genestealer, also normale Pierce den Genestealer. Man kann halt nur die 6 werfen, um die ein bisschen zu pushen. Mhm. Und die kriegen halt dann, je nach Wurfergebnis, irgendeinen Effekt. Bei 1 bis 2 verursacht jeder Verwundungswurf von 6 für eine Attacke von Modellen dieser Einheit in der Nahkampfphase einen Schaden zusätzlich. Mhm. Bei 3 bis 4 addierst du 1 zu Vorrücken und Angriffswürfen für diese Einheit. Und bei 5 bis 6 verliert die Einheit ihre Fähigkeit schnell und tödlich. Aber der Schutzwurf der Modelle der Einheit ändert sich zu 4+. Mhm. Ah, der Schutzwurf ändert sich zu 4+. Das hieß eigentlich, man könnte das pushen auf die 3+. Das wäre ein Wetter. Ernsthaft jetzt? Meinst du? Der Schutzwurf. Der Schutzwurf ist ein Schutzwurf. Ich habe hier einen 4er Schutzwurf, den ich mit meinem Kult auf die 3+ hochjage. Was? Das ist Leute. Für einen Fehlpunkt. Aber eine Glückssache, man muss halt würfeln. Mhm. Ansonsten ist natürlich 1 zu Vorrücken und Angriffswürfen auch nicht schlecht. Dann wieder eine. Ist schon krass. Ja. Mhm. Perfekten Hinterhalt. Willst du machen? 3 Befehlspunkte. Setze diese Gefechtsoption in der Bewegungsphase ein, sofort nachdem du eine Infanterie- oder Biker-Einheit deiner Armee mit dieser Fähigkeit Kulthinterhalt auf. Was? Die Fähigkeit Kulthinterhalt hat, auf dem Schlachtfeld aufgestellt hast. Diese Einheit kann sich entweder W6 Zoll weit bewegen, wenn sie als Verstärkung eintrifft, oder mit all ihren Fernkampfwaffen schießen, als wäre ihre Fernkampfphase. Diese Gefechtsoption in deinem. Blablabla. Das heißt aber, die kann trotzdem noch schießen, wenn die Fernkampfphase ist. Das hindert sie nicht daran, in der Fernkampfphase nochmal zu schießen. Und in der Angriffsphase auch noch anzugreifen. 3 Befehlspunkte. Ich glaube, das ist mit das teuerste, was hier drin ist, ne? Ja, das ist so. Ja, es gibt noch 2 weitere mit 3 Befehlspunkten. Aber das ist auch schon unglaublich stark für mich. Das wollte ich gerade sagen, das ist so ziemlich stark. 2-mal schießen ist schon. Oder die Bewegung kann auch unter Umständen richtig interessant sein. Du kannst. W6. W6er Bewegung, aber. Du kannst halt einfach, du stellst da irgendwelche Infanterietruppen mit den Handflamern. Wie heißen die Typen? Hybrid Metamorphs oder ne? Ja, die auf jeden Fall. Mit den Handflamern lässt du einfach W6 Zoll bewegen. Dann bist du hoffentlich in diesen 8 Zoll Reichweite. Ja. Solltest du sein. Und dann schießen wir den ganzen Handflamern los. Ja. Und dann kannst du noch chargen. Ja. Das ist nämlich auch immer so das, was mich so aufgeregt hat. Einfach, du schockst rein und hast einfach immer nur 8 Zoll Flamer-Reichweite. Ja, nervig. Da habe ich vorhin schon zum Marc gesagt gehabt, das ist auch bei so meinen Thousand Suns Thermis zum Beispiel. Wenn ich dem einen Heavy Warp Flamer gebe, der schockt, kommt nicht ran mit dem Flamer. Mhm. Aber wir kommen gleich noch dazu, weil die Bikes haben zum Beispiel schon mal. Ja, die haben ja anders. 12 Zoll. Ja, dann haben wir die Kultverstärkung. Setze diese Gefechtsoption zu Beginn in deiner Bewegungsphase ein. Wähle ein Genestealer-Kalt-Einheit deiner Armee mit der Schlachtfeldrolle Standard. Du kannst bis zu W6 getötete Modelle zurückkehren lassen. Egal. Standard. Brauchen wir nicht. Telepathischer Ruf. Diese Gefechtsoption zu Beginn deiner Psi-Phase einsetzen. 2 Befehlspunkte. Ein Kult-Psioniker-Modell deiner Armee auswählen. Das gewählte Modell kann in dieser Phase nicht versuchen, Psi-Kräfte zu manifestieren. Stattdessen wirfst du 3 W6. Du kannst deiner Armee eine einzelne neue Kult-Infanterie oder Kult-Biker-Einheit hinzufügen, wenn sie diese Fähigkeit Kult-Hinterhalt und einen Machtwert hat, der kleiner oder gleich dem Wurfergebnis ist.
kann man das nicht streichen, weil die Einheit muss man vorher einkaufen. Mhm. Die muss vorher in den Punkten mit drin sein. Ach, richtig. Das muss vorher bezahlt sein. Das macht ja keiner irgendwie auf Verdacht, dass sie kommen könnte, einfach mal 200 Punkte. Ja, das ist mehr oder sowas für Open Wargames. Ja, das ist... Dann gibt es auch die verborgenen Sprengsatzzünden. Einen verborgenen Sprengsatzzünden. Da kann man, sobald man eine eigene Einheit schießt, die der Kult auf dem Feld hat, kann man ein anderes, eine gegnerische Einheit wählen, wo auch immer, und kann auf einem W6 würfeln. Man muss bei einem Charaktermodell 1 vom Wurf abziehen und bei Einheiten mit mehr als 10 Modellen 1 dazu addieren. Und bei einer 4 plus erleidet die gewählte Einheit W3 tödliche. Und wenn man die 7 plus hat, also bei 10 Modellen eine 6 würfelt, hat man eine 7. Dann hat man bei 7 plus erleidet sie stattdessen W6 tödliche Verwundungen. Bei über 10 Modellen bedeutet das eigentlich auf die 5 plus, wenn ich es richtig verstehe, oder? Weil du addierst ja 1 auf. Auf den Wurf. Ja, auf den Wurf. Das heißt, du würfelst eine 6, hast du eigentlich eine 5 gewürfelt. Theoretisch jetzt, ne? So verstehe ich es doch, oder? Ah ja, ja. Also, ja. Also andersrum. Also ist eigentlich bei den Charaktermodellen stärker. Habe ich es falsch schon gelesen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es bei den Charaktermodellen... Nee, Charaktermodell ist... Ziehe 1, wenn die Charaktermodell ist, und addiere 1, wenn die Einheit 10 oder mehr Modelle enthält. Genau. Ja, gut, dann ja. Also 1 addieren bei Einheiten mit mehr als 10 Modellen. Schon oder 10 oder mehr Modellen. Ja. Und dann kann man halt mal W3 tödlich verteilen. Ist halt quasi ein Smite auf unendliche Reichweite für 2 Befehlspunkte. Schon geil, ne? Ja, kann man für den Notfall mal zünden, irgendwie, wenn man was Bestimmtes weghaben muss. Ne? Kann ja immer mal sein, ja. Der Radarköder, den finde ich ganz geil, ne? Ja, für einen Befehlspunkt. Wenn man den einsetzt, kann man eine Einheit der Armee, die den Kulthinterhalt hat als Keyword, und im Untergrund aufstellen und platziert 4 Hinterhaltsmarker für diese Einheit statt einen. Und wenn man die Hinterhaltsmarker aufdeckt und die Gefechtsoption einsetzt, dann entfernt man einfach alle übrigen Hinterhaltsmarker vom Schlachtfeld. Und sobald du keine Einheit mehr im Hinterhalt platziert hast, ja, kannst du diese Gefechtsoption halt nur einmal pro Schlacht einsetzen, aber ist halt geil, du verwirrst den Gegner eben mit 4 Markern, ne? Ja. Und nutzt den dann auf der Position, wo du gerade Bock hast, und die anderen 3 schmeißt du einfach weg. So. Ja. Also das gilt ja dann für alle anderen Einheiten, ne? Du hast ja 3 Marker mehr liegen. Ja. Und du hast ja einfach, du musst ja nur 3 Marker dann entfernen, mehr, wenn du die Einheit kommen lässt. Ja, krass. Genau. Das heißt, dein Gegner rechnet mit, ich sag mal in Anführungszeichen, 3 Einheiten mehr, weil der ja nicht weiß, wo ploppen die jetzt. Genau, ne? Ist schon geil. Und ein Befehlspunkt natürlich wieder nur. Ja, und jetzt sehe ich hier gerade zurück in die Schattenmark. Da klingelt's, ne? Ja, sehr geil. Also 7. Edition oder alles, was davor war, das war ja früher gang und gäbe, ja, ne? Richtig. Also man kann quasi eine Infanterie- oder Biker-Einheit für einen Befehlspunkt wieder zurück schicken in den Schatten, also in den Hinterhalt, und in der Bewegungsphase der nächsten Runde wieder auftauchen lassen. 9 Zoll vom Gegner weg. Und das hat die Genestealer damals immer so geil gemacht. Ja. Einfach immer wiederkommen. Jetzt also, kostet es halt einen Befehlspunkt, ne? Jetzt kostet es einen Befehlspunkt. Man kann es halt nur einmal pro Runde machen. Ja. Aber jede Runde eine Einheit, die irgendwo anders aufklappt, ist halt auch ziemlich geil. Jetzt weiß ich aber auch langsam, warum das alles nur einen Befehlspunkt kostet. Weil du willst das alles machen. Dann hast du jetzt schon 5 Command Points rausgegeben, nur wegen den ganzen Hinterhaltgeschichten. Ja, ist aber geil. Also ja, diese Spielweise, oder? Es ist schon geil, weil du haust am Anfang, bevor das Spiel anfängt, haust du da schon sämtliche Routine aus deinem Gegenspieler raus. Weil der einfach nicht weiß, was er tun soll. Ja, das ist richtig gesagt, ja. Dann haben wir noch auf der Lauer liegen für 2 Befehlspunkte. Ja, dann haben wir auf der Lauer liegen, setze diese Gefechtsoption ein, wenn du eine Einheit deiner Armee als Verstärkung aufstellst, die dir die Fähigkeit Kulthinterhalt hat. Wenn du diese Einheit aufstellst, kannst du sie beliebig auf dem Schlachtfeld aufstellen, jedoch weiter als 3 Zoll von allen feindlichen Modellen entfernt. Kann jedoch in diesem Zug keine Angriffsbewegung ausführen. Das ist halt schade. Jetzt kommt wieder was sehr Geiles. Mehr Sprengladungen. Das besagt, dass im Abwehrfeuer nicht nur eine Einheit eine Granate werfen kann, sondern 10. Und davon 5 können ihre Sprengladung werfen, die dann halt etwas stärker wohl ist. Das heißt, man hat 10, was haben Granaten, W6? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das dann so, dass man 10 W6 bei den... ich glaube ja. Echt? 10 W6 auf die 6 dann halt natürlich, ne? Gut, das sind dann meistens Stärke 3 Granaten ohne DS, ne? Also, weil es gibt ja immer Frag und Crack, glaube ich.
Guck mal, was sind da Sprenggranaten und Granaten, was der Unterschied ist? Wo sind denn die Dinger? Ja, das sind aber, ich sag mal, im Schnitt 30 Schuss. 30. Also die Fragmentgranate hat Stärke 3 bis 6 und die Sprengladung, ne, hieß das Ding. Die Sprengladung hat Granate W6, Stärke 8, DS-3, Schadenswert W3. Und man darf die Waffe nur einmal pro Spiel einsetzen, aber davon darf man 5 Stück werfen. Das heißt, 5 W6. 5 Stück? Ja, also man darf 10 Granaten werfen und von diesen 10 dürfen 5 Sprengladungen sein. Das heißt, statistisch sind es 15 Stück. Ja. 15. Also 5 davon, ne? Und dann den Rest W6 Maximum. Also 5 mal W6. 5 mal W6, genau. 2 W6 sind statistisch 7. Gerechnet. Einmal 4, einmal 3. Ja. Höchstens 5 davon, ja, aber 3 mal 5. Sagen wir einfach mal, man hat jeweils eine 3 im Durchschnitt, dann sind das 15. Das meinte ich. Ja, ne? Und davon auf die 6, das heißt, das sind 2 im schlechtesten Fall. Mit einer Stärke von 8, DS-3, Schadenswert W3, Primaris Marine, goodbye. Krass, ne? Ja, dann haben wir nieder mit den Unterdrückten, setze diese Gefechtsoption ein, bevor eine Einheit des... Ja gut, jetzt, okay, das sind jetzt die spezifischen... Für jeden Kult gibt es ja noch. Das sind jetzt die spezifischen für jeden Kult, ja. Da gehen wir jetzt, würde ich sagen, nicht nochmal drauf ein. Das lassen wir mal aus. Ja, dann bevor wir hier die Zielkräfte machen, gehen wir kurz in die Einheiten. Waller Trade vielleicht nochmal. Ja, das würde ich auch sagen, machen wir auch danach den Einheiten. Ne? Genau, würde ich auch sagen, dass wir ein Stück in die Einheiten bekommen. Springen wir jetzt mal dann hinterher nochmal zu 113. Ja. Sagen wir 113, oder was? Das war vorhin 113, da müssen wir dann wieder zurück, weil da geht es dann los mit den Kriegsherrenfähigkeiten. Fangen wir an mit dem Primarch oder Patriarch, der Dienstdienst. Ja, vielleicht kann der Marc uns erzählen, was sich so ein bisschen geändert hat bei den ganzen Sachen. Weil manches kennt man, manches nicht. Also im Gegensatz zum Index hat sich zu dem Jeansdealer Patriarchen eigentlich nichts geändert, soweit ich das sehe. Er hat halt diesen Kulthinterhalt mit dabei. Das heißt, er kann halt auch aufploppen, wo er will. Er hat halt auch seine bekannte Fünfer-Retter. Er ist flink und tödlich. Das heißt, er kann vorrücken und angreifen, was wir vorhin schon mal hatten. Das heißt, man kann halt beim Vorrücken dann mit diesem, was war das vorhin, war das ein Sphärenschirm, war das, ne? Mit einer Gefechtsoption dann nochmal 2 Zoll drauflegen oder 1 Zoll drauflegen, ich weiß nicht mehr. Stimmt, das war 1, ja. Und dann halt eigentlich mit dem Kult ja auch nochmal theoretisch. Nee, ne? der Kult war das mit 2 zusätzlichen Vorrücken. Das war 1. Ja. Also ist auf jeden Fall krass, ne? Genau. Und er pusht halt alle Jeans-Dealer, also Kult-Jeans-Dealer-Einheiten, dass sie einzelne Trefferwürfe addieren können. Das heißt, 4 Jeans-Dealer innerhalb von 6 Zoll um ihn treffen auf die 2. Wie bei den Tyranniden, ne? Ja, genau, ist wie bei den Tyranniden. Und er ist halt die lebende Gottheit. Er kann halt Modelle in 6 Zoll um ihn haben keinen Moralwert. Ist auch wie bei Tyranniden. Ist auch wie bei Tyranniden. Da ist das sogar ein bisschen mehr. Da sind es sogar 12 Zoll. Stimmt. Ah ja. Ja, also so quasi Mini-Synapse. Eine Mini-Synapse, ja. Aber ist ganz geil, weil man stellt ihn ja irgendwo vorne mit Symbionten auf und... Fett. Krass. Markus! Ja, ansonsten ja gut. Psy-Kanner. Ja. Psy-Kanner, der Patriarch noch. Auch geil. Stimmt. Ja, ansonsten Standard-Zangenkrallen, auch wie beim Tyranniden auch, ne? Also Stärke Träger, Stärke 6 quasi. DS-3, W3 Schaden, misslungene Verwundungswürfe, wiederholen. Ja, dann haben wir einen Magus. Der hat übrigens das neue Modell dann bekommen, ne? Das ist dann hier die Dame. Das ist kein besonderes Charaktermodell, das ist einfach nur ein Magus. Haben wir die hier? Ja, die ist drüben. Ja. Haben wir jetzt nicht da, aber ihr seht zum Codex, dieses neue Modell auf der Seite ist kein besonderes Charaktermodell, einfach nur der neue Magus. Ja, also gut. Mehr ist es nicht, ne? Nö. Gut, dass ich mir die geholt habe. Ja, Magus ist aber ganz gut eigentlich, weil das Psy und ein billiges Fahrzeug wäre. Also ja. Billiges Fahrzeug. Ja, vor allem finde ich das halt einfach ganz gut, dass du hier gegnerische Psy-Phase innerhalb von 6 Zoll und befreundete Kult-Magus-Modelle während der Psy-Phase einzelne Psy, also quasi für Einheiten um ihn rum um 6 Zoll, die in der gegnerischen Psy-Phase selbst Ziel einer Psy-Phase sind, bannen dürfen. Oh ja, also das spirituelle Anführer finde ich sehr, sehr cool. Es beißt sich nur dann damit ein bisschen, dass man den
dass man ein Charaktermodell oder ein HQ nur einmal im Detachment haben darf, ne? Oder wie war das? Ja, man darf den Magus nur einmal spielen, aber es geht ja hier, glaube ich, um ihn rum. Aber Magus jede Kulteinheit, die sich zu Beginn der gegnerischen Phase, genau, jede Kulteinheit. Okay, jetzt. Ich dachte also gerade um andere. Jede Einheit, nicht nur Magus. Ja, ist, Magus. Okay, so habe ich es jetzt nämlich verstanden. Okay. Ja, und dann sind halt diese Besonderheiten grundsätzlich hier beim Patriarchen und Magus auch diese familiare, ne? Das ist halt, gut, das gibt es so auch nicht bei den Tyranniden oder sowas. Also das kenne ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mit diesen kleinen Typen hier. Wir haben das hier, euch das mal zu zeigen, das sind hier die kleinen Typen, genau, die daneben rumspringen. Gab es im Index auch schon mal. Hier ist es halt, man kann halt für den Familiar eine zusätzliche Psy-Kraft manifestieren. Auch geil. Also einmal pro Spiel allerdings nur. Ja. Also dann stirbt er quasi, ne? Das ist dann... Das ist wie so ein Ammonium-Chirrup bei den, stimmt, Imperialen, wo man dann einmal pro Schlacht quasi nochmal schießen kann. Mhm. Nee, der begleitet den auch weiterhin, aber... Stimmt. Macht halt nichts. Macht nichts, ne. Ja. Weil er kann ja auch im Nahkampf noch attackieren. Das heißt, er ist nicht weg, er kann halt einmal eine Psy-Kraft generieren und könnte halt später im Nahkampf dann mit zwei Attacken, Stärke 4 sogar, der hat eine höhere Stärke als der Magus. Das ist ja der Wahnsinn. Mal zuschlagen. Also, der nicht vom Spielfeld nehmen, wenn der eingesetzt wurde. Mm-hmm. Steht hier nicht. Ja. Okay, also doch ein bisschen anders. Ja. Primus. Primus ist ein neues Modell, oder? Oder ist das ein altes? Nee, das ist auch ein altes Modell. Das gab es auch schon im Index. Ja, das ist der normale Kommandant eigentlich. Ja, er hat halt auch Kult-Hinterhalt, bedingungslose Loyalität, Kult-Demagoge, addiere 1 in der Nahkampfphase auf alle Trefferwürfe für Attacken durch Kulteinheiten, die sich innerhalb von 6 Zoll um befreundete Kult-Primus ein. Das ist auch ganz cool, ne? Ja, das ist quasi, das hat ja der Patriarch auch. Genau, ja, das ist genau das. Worten-Telepathie. Das ist halt, beim Patriarch ist es halt nur Genestealer und hier sind es halt alle Kulteinheiten. Ja, schon geil. Ja, aber ist ja cool. Dann hast du links in der Flanke irgendwo den Patriarchen mit einer Rotte Genestealer und rechts hast du einen Primus mit einen Haufen Bikes oder irgendwas, was du halt gerade Bock hast und du hast für beide Einheiten oder beziehungsweise beide Flanken trotzdem die Möglichkeit, eins auf den Treffer hochzuhalten. Ja, genau. Man könnte ja auch mit Acolyte Hybrids mit ihren zwei Attacken dann... Kannst du halt auch im Untergrund aufstellen, dann floppst du zusammen mit denen hoch, gehst in Nahkampf. Ja. Also das macht schon, also diese Synergien, man erkennt das jetzt schon, ne? Ja. Und man muss halt sagen, der Primus, der kostet ja erheblich weniger Punkte wie der Patriarch. Mhm. Ja, richtig, ja. Fast die Hälfte, ne? Und bei kleineren Spielen auf jeden Fall den Primus mitnehmen. Mhm. Wo ich den Patriarch natürlich vom Profil her, wenn der in den Nahkampf kommt. Ja, ist schon geil. Puh. Ja. Schon krass, das stimmt. Macht was kaputt. Dann haben wir den Acolyte Ikenward. Icon, das ist wahrscheinlich irgendein Bannerträger. Genau, das ist was. Ja, was kann der Besonderes? Außer Maschinenpistole, Zangenkralle dabei, Bergbau, Sprengladung. Und viel noch Pain auf die 6 durch den Banner. Halt. Innerhalb von 6 Zoll. Ja, ansonsten bestialische Ergebenheit, wiederhole Würfe von 1 für bestialische Vitalität, befreundete. Ja, gut. Ja, auch ganz nett, kann auch sein. Ne? Ja, ich stelle mir jetzt vor, Genestealer, die vielleicht einen 4er Retter haben, ne? Und dann nochmal einen 6er Save After Save, ja, sind schon hart. Oder Aberrants halt, ne, dann mit einem 6er Feel No Pain und die haben ja, ne, 6er Feel No Pain, addiert ein 1? Ah ne, die haben ja schon 5. Oh. Ja, also du kriegst mit dem Stratagem, glaube ich, plus 1 auf den Schutzwurf. Genau. Und dann nochmal den Save After Save, ja. Kann schon hart sein. Eieiei, also Zähigkeit ist da, viel Synergien für den Nahkampf. Ja, sowas hätte ich gerne bei den Necrons, ehrlich gesagt. Ja. Das verstehe ich. Ich denke mal für 3 Machtpunkte, was wird er kosten? Vielleicht 40 Punkte. Nicht viel im Spiel. Ja. Ja, und innerhalb von 6 Zoll. Ne? Und er hat immer noch, also im Nahkampf kann er halt auch ein bisschen was. Er hat 4 Attacken, trifft auf die 3 dann, ne? Und der hat auch Zangenkrallen dabei, das heißt DS minus 1. Das ist jede 6 halt DS minus 4. Schon hart, ja. Ja. Kann man machen. Dann haben wir den Abominanten. Der ist cool. Wer ist er denn? Das ist, ich weiß nicht. Chef von den Aberrants, ne? Genau, Chef von den Aberrants. Mhm. Und der bufft die halt nochmal ein bisschen. Jeder unmodifizierte Trefferwurf von 6 für Attacken in der Nahkampfphase durch befreundete Aberrant-Einheiten innerhalb von 6 Zoll zählen als 2 Treffer statt als 1. Boah,
Also hier seht ihr ihn. Boah, ich hoffe, das reicht soweit. Ja, da ist er. Ja. Ist schon cool. Coole Einheiten, finde ich. Sehen auch schön aus. Ja. W3 Lebenspunkte erhält er zu Beginn hier, das ist deine eigenen Züge zurück. Ist auch nicht schlecht. Ja. Also heilt sich ein bisschen selber zu Beginn des Zuges. Jeder Schaden wird um 1 reduziert. Genau, das meinte ich ja. Das ist zum Schadenswert 2, wird zum Schadenswert 1 und den kann man halt mit dem Phenopain auf die 5 halt negieren. Ne? Auf die 5 plus verliert ihr diesen Lebenspunkt nicht. Also das ist quasi wie das widerwärtig zählen von der Death Guard, nur besser. Ja. Schon geil. Mhm. Ja, dann hier den Familiar. Ziehe 1 von Psi-Test für Psioniker ab, die sich innerhalb von 12 Zoll unfeindliche Abonnents, also Abominanten. Das ist der Zungenbrecher. Die Namen sind grauenhaft. Ja. Ja, coole Einheit auf jeden Fall. Aber Tyranid Psioniker sind nicht betroffen. Das heißt, es ist der Gegner Tyranide. Genau, dieses hast du halt schlecht gehabt. Tyraniden, Psioniker. Aber macht ja auch cool. Sinn irgendwie. Ja. Aber dafür ist es andersrum so, ne? Wenn ein Tyranid-Psioniker dir gegenübersteht, musst du immer eins von deinen Schatten musst du immer eins abziehen. Ja, ja. Ja, du bist ja auch die. Das ist ja quasi Fußvolk. Genau, die Unterklasse. Ja, ich meine auch. Die jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker sind, aber gut. Die sind schon. Ja, mein persönlicher Liebling, glaube ich, der Jackal Alphus. Da haben wir einen. Marc zeigt ihn euch. Ich finde das Modell sehr, sehr geil. Ja. Ich mag Mopeds sowieso. Und dann haben wir da einen Typ mit einem Schnipperchen drauf. Vor allem muss man sagen, es sind endlich mal richtige Mopeds und nicht diese typischen Bikes der Marines mit so Autoreifen vorne. Stimmt, ja, ja. Das ist so, wisst ihr, wenn ihr Motorradfahrer seid, also ich bin auch lange Motorrad gefahren und bin halt eher so Joghurtbechermäßig unterwegs gewesen. Und wenn ich dann so einen Goldwing-Fahrer gesehen habe, der dann einfach Radio da drin hat, dass der nicht noch ein Scheißhaus unten im Sitz drin hatte, war alles. Das Ding wiegt 800.000 Kilo. Das ist dann so der Marine und du kommst dann halt einfach mit einem schnellen, dreckigen Bike an und hast noch einen Sniper dabei. Geil. Der Jackal Alphus hat ein mega geiles Scharfschützengewehr, wie ich finde, dabei. 36 Zoll Reichweite, Schwer 1, logisch, Stärke 4, DS-2, W3 Schaden. Und natürlich ein Snipergewehr, typisch, darf das Charaktermodell anvisieren, direkt. Ja, und man muss dran denken, er hat auch Kult Hinterhalt, er darf aufblocken, kriegt keine Abzüge auf schwere Waffen, wenn er dann aufblockt. Kann dann halt auf 36 Zoll schießen und trifft auf die 2 plus. Also, stimmt, trifft auf die 2 plus. Ja, trifft auf die 2 plus. Kann richtig geil sein, ja. Ja. Das dann klingt für mich ein bisschen härter, wie zum Beispiel, wer das kennt von den Elder, den Illic Knightspear. Der hier ist nochmal ein Stück härter für weniger Punkte, glaube ich. Ja. Weil, ja. Und jetzt kommt's ja. Das zählt für die nämlich jetzt auch hier. Geschickt im Sattel nennt sich das. Ziehe 1 von Trefferwürfen für Attacken während der Fernkampfphase ab, die diese Einheit zum Ziel haben. Wie geil ist das denn? Ja, also alle, die Orks gespielt haben, früher 7. Edition, wenn die Gas gegeben haben, haben diese Rauchwolke gehabt und haben dann 1 auf ihren Deckungswurf bekommen. Das ist jetzt hier, das haben jetzt die Jungs, und zwar aber -1 zu Hit. Mhm. Automatisch. Egal, wie weit sie sich bewegen. Tja, einfach so. Haben aber Necron-Biker auch. Echt, haben die das auch? Ja, -1 zu Hit. Ja, aber nur außerhalb von 12 Zoll. Außerhalb von 12 Zoll. Immer. Ja. Nein. Ja gut. Doch. Nee, außerhalb von dein Alightalk? Das -1 zu Hit bei Biker-Einheiten habe ich bei Necrons, bei den Toonplates. Ach so, bei den Toonplates, okay. Ja, das habe ich auch. Ja, ich musste nämlich jetzt dran denken, an deinen Alightalk von Elder oder halt auch an Stygies 8 von Atmec. Alles nur außerhalb von 12 Zoll, aber gut. Das ist ja quasi also bei Elder ist das ja quasi das Weltenschiff. Ne? Ja, also okay. Dynastico. Dann ist es ja quasi wie das Hühnchen auch von Atmec mit dem Taserstab. Ja, okay. Hat das ja auch. Trotzdem geil. Ich finde die Einheit einfach geiler als ein Laser, als ein Taserstab-Hühnchen. Und dann haben wir noch die Prioritätsziel in Sicht. Wähle zu Beginn deiner Fernkampfphase eine feindliche Einheit innerhalb von 36 Zoll um dieses Modell, die für sie sichtbar ist. Addiere bis zum Ende der Phase 1 auf Trefferwürfe für Attacken befreundeter Kulteinheiten innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell, wenn sich um eine befreundete Kult-Biker-Einheit handelt.
die die gewählte feindliche Einheit zum Ziel haben. Hallo? Richtig geil. Vor allen Dingen, weil die Dinger haben ja 14 Zoll Movement. Das heißt, wenn ich das taktisch anstrebe, dann positioniere ich die da neben einer Einheit, wo denen ich das geben will, ohne größere Probleme. Und das Quad dabei kann auch eine schwere Waffe tragen. Mhm. Stimmt. Könnte man halt auch eine schwere Waffe, dann trifft die auf die, ich glaube, dann auf die 3 plus, ne? Ich nehme an, auf die 3, ja. Ja, ja. Die werden nur die 4 haben. Ja, geiler. Also ich freue mich richtig auf dieses Modell, wirklich, total. Da kann man fiese Sachen mitmachen, glaube ich. Definitiv. Ja, nächste Seite, Acolyte Hybrids, Neophyte Hybrids, Acolyte Hybrids haben ganz normal ihre Kult-Ikone. Kennt man schon. Kennt man schon aus dem Index, sind auch so geblieben. Also die Neophyte Hybrids können auch immer noch 2 Laser, 2 Granatwerfer mitnehmen pro 10 Modelle. Also alles auf die 24 Zoll, wenn man das möchte. Ja. Ja, dann haben wir hier die Brute Brothers Infantry Squad, der war ja im Index auch so nicht drin. Ne? Also der quasi, war nicht drin, nein. Das ist quasi so diese Astra Militarum Infanterie-Einheit, die jetzt fest im Codex implementiert ist und das heißt auch von den Kulten richtig profitiert, was ich sehr geil finde. Also auch mit Fraktions-Keyword, Genestealer Kult und Tyranniden sogar. Also, doppelt, ja. Da Tyranniden, man kann da also auch Tyranniden, die Jungs und Genestealer kombinieren. Völlig krank. Krasser Scheiß. Echt. Obwohl ich glaube, im Chapter Proof gibt es irgendwas mit Tyranniden, dass das ein bisschen negiert wurde, dass die in einem Kontingent sein dürfen, ne? Gute Frage. Die müssen, ich glaube, du musst ein extra Kontingent jetzt auch brauchen. Ich glaube, du brauchst ein Detachment extra, das kann sein. Ja. Aber gut. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Man kann dann in diesem zweiten Detachment auf jeden Fall Brute Brothers und Tyranniden zusammen reinpacken, wenn man möchte. Also jetzt ist die Frage, kann ich das bei Tyranniden auch einfach so reinpacken? Du kannst, wenn, dann musst du aber ein Kontingent muss Genestealer sein, dann kannst du es zusammenpacken, sonst nicht. Das du kannst ja nur bei das Codex. Ja, weil du das, ne? Weil das Keyword nicht bei den Astra Militarum Dings drin richtig. Ist. Richtig. Du musst ja zwei Keywords teilen jetzt quasi, ne? Ja, beziehungsweise genau. Diese Standard-Keyword zählt ja nicht mehr als zusammengehörig. Ja. Das heißt, du nimmst 3 HQs von einem Genestealer mit und kannst den Rest dann mit Tyranniden und Infanterie zusammen, kannst du eine richtige Suppe basteln. Geil! Übler Scheiß. Richtig fluff. Ich mag Suppen auf einmal. Ich hasse Suppen. Oh, auf einmal. Auf einmal. Er hat noch nie Suppen gespielt. Noch nie. Ja, das sind die Brute Brothers. Hybrid Metamorphs, die gab es damals auch schon so? Ja, genau, die gab es damals auch schon so. Quasi die nächste Generation der Acolyte Hybrids, Nahkampfmonster. 3 Attacken treffen auf die 3 im Nahkampf. Mit der Klaue Stärke plus 2, das heißt eine Stärke von 6, DS minus 1, ein Schaden. Ja. Aberrants, ist das eine neue Einheit? Nein. Oder echt? Die gab es auch im Index schon. Die gab es auch in der 7. schon sogar. Okay, dann will ist ich eine alte. Die sieht für mich so neu aus. Alt. Er hat mir schon gesagt. Aber haben sie neu bemalt, die haben jetzt grüne Haare. Ja, die geil sind anders bemalt jetzt. Ja. Ja, ansonsten, was haben die? Das war die bestialische Vitalität, was wir vorhin hatten. Ja, wegen dem Stratagem auch da. Cool. Ja. Ich find die Einheiten sehr schön. Also, weiß ich nicht. Sehen halt ein bisschen eklig aus. Ja, geil. Ja, die sind geil, aber ich weiß nicht, also so speziell, ob man die dann halt wirklich einsetzt, ne? Also, ja, du, also, das ist kein Genestealer, keine Infanterie richtig so, ne? Also, aber sind halt erstmal ziemlich teuer, finde ich. Wie viele Modelle sind? 5 Stück, 7 Machtpunkte. Ich denke mal, das wird ganz schön Punkte kosten. Klar, sie haben den 5er Feel No Pain, aber eine 5er Rüstung auch nur. Aber mit 2 Lebenspunkten, haben auch nur 2 Attacken. Ja, aber Marc, du hast hier, wenn du, du hast hier Nahkampfwaffe, diese schwere improvisierte Waffe oder schwerer Bergbauhammer, da hast du Stärke 10, DS-1 oder DS-3, Schadenswert 2 oder 3 Flat, führe für jede Attacke mit dieser Waffe 2 Trefferwürfe aus. Oder das ist schon krass. Also, ja, da machst du so ein Fahrzeugkiller, ne? Ja, das stimmt schon. Man kann sich umständen, ja. Aber die sind halt schnell weg. Das sind aber Marc, halt, also du hast schon recht, wahrscheinlich, so, da überlegst du dreimal, ob du das für die Punkte einsetzt, ne? Also für die Punkte würde ich lieber die Teams wieder einpacken, die dann halt einen 5er Retter dabei haben. Ne? Unter Umständen den 4er Retter. Unter Umständen den 4er Retter, wesentlich schneller sind. Profil 3 Attacken haben anstatt 2 Attacken. Mhm. Weil hier hat ja nur der Sergeant dann die 3 Attacken. Ne? 4 Attacken, wenn du mehr als Dings hast, ne? Ja, genau. Ja.
Jeans-Dealer. Ja, das wären auch die nächsten jetzt. Die genau. Pierce-Train, Jeans-Dealer, auch nichts anderes so, ne? Holt Hinterhalt ist dazu gekommen. Gut, also das, was die Tyraniden halt nicht haben. Ja, dann neue Einheit, ne? Klamavus. Ja, alle drei jetzt. Alle, gestimmt, alle drei. Klamavus, also hier der, weiß ich nicht, was, welcher war das? Ich muss auch mal gucken. Wir zeigen euch gleich mal ein Bild. Er hat schon mal eine Maschinenpistole. Mhm. Ja, das ist der Klamavus, ist der mit dem Lautsprecher. Neues, komplett neues Modell. Quasi der da. Der mit dem Lautsprecher. Störsender. Feindliche Einheiten, die als Verstärkung auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden, dürfen nicht innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell aufgestellt werden. Wirf außerdem zu Beginn deiner Fernkampfphase einen W6 für jede feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll im Klamavus deiner Armee. Bei einer 6 erleidet die jeweilige feindliche Einheit eine tödliche Verwundung. Ja, okay. Dann haben wir noch den Proklamationslautsprecher. Addiere 1 zum Moralwert von Kulteinheiten, die sich innerhalb von 6 Zoll um ihn befinden, addiere außerdem 1 zum vorrücken Angriffswürfen und ja, um 6 Zoll. Das okay. Klingt für mich, als wäre die Einheit eine günstige Positionierungshilfe, ehrlich gesagt. Ja, ist für mich so ein bisschen eine Kodex-Leiche. Ich weiß nicht, hat nur eine Pistole, 12 Zoll und was, also. Ja, das Einzige hier mit dem Störsender, das denke ich mir so, das ist für den Gegner interessant, weil er da drumherum aber wann stellst nicht aufstellt. Du, ne? Wann stellst du den mal so blöd auf, dass der innerhalb von 12 Zoll, weil so ein HQ stellst du ja eher auch mitten rein. Aber es ist ja ein Elite-Slot, aber du kannst ja den quasi positionieren irgendwo zwischen Schlüsseleinheiten, wo du dann sagst, der darf vor denen darf nichts aufkloppen, damit du die auf jeden Fall in Nahkampf kriegst. Ja gut, aber ich kann den auch einfach wegstellen und machen Nahkampf, dann darf auch nichts in an 19 rankommen. Hast du recht. Das kostet mich kein Modell. Hast du recht, ja. Also, stimmt, ja. Man muss halt immer so ein bisschen mit diesem Kult-Hinterhalt sehen, ne? Stimmt, wir sind, ist eine Elite-Einheit jetzt. Richtig, hast du recht. Was halt wirklich ganz gut ist, man könnte halt damit schnell eine Brigade voll bekommen. Mhm. Wahrscheinlich billiger Elite-Slot. Mhm. Wobei der Locus jetzt noch billiger ist. Auch, ja, Locus. Ne? Locus. 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 Die Folie was. Genau. Ja, was ist der Locus für ein Typ? Ja, Kulthinterhalt natürlich, bedingungslose Loyalität. Und dann haben wir den vollkommenen Leibwächter. Jedes Mal, wenn ein Kult-Charaktermodell außer einem Locus einen Lebenspunkt verliert, während er sich um 3 Zoll in befreundete Kult, darfst du einen dieser Locus wählen, um die Attacke abzufangen, anstatt die Fähigkeit bedingungslose Loyalität einzusetzen. Wenn du dies tötest, also dann auf die 2+, okay. Ja, also man könnte es theoretisch dann doppelt nutzen, oder was? Vollkommener Leibwächter, das heißt, wenn einer einen Lebenspunkt verliert, ja, aber das macht für mich. Ja, das ist wie so eine Leibgarde einfach nur. Ja. Ja. Das kennt man ja auch. Die 2 Plus wird das, kriegt das Modell den Lebenspunkt nicht abgezogen. Dafür leidet der Locus eine tödliche Verwundung. Genau. Ja. Das nächste finde ich eigentlich viel geiler. Also das übernächste eigentlich, dass die Urplätze zuschlagen. Mhm. Man kann quasi eine heroische Intervention auf 6 Zoll machen und kann an der nächsten Einheit vorbeirennen und sofort das Charaktermodell attackieren. Das ist cool. Das ist geil. Vor allem 6 Zoll im Nahkampf sind ganz schön viel. Und dann direkt aufs Charaktermodell mit 4 Attacken, DS-3. Mit Locus-Klingen, genau. Genau. Ja. Das ist schon krass. Und wenn du erhöhst den Schadenswert auch noch auf 2, wenn der Träger in diesem Zug angegriffen wurde oder eine heroische Intervention ausgeführt hat. Ja, das also fast immer. Also das kann schon mal ein HQ-Killer sein. Ja, absolut geil. Das stimmt. Das, das finde ich sehr geil. Hat einen Rettungswurf von 5+, davon abgesehen. Auch geil. Ja. Ja. Auch wieder anhebbar auf die 4+. Ja. Wohlgemerkt. Modelle innerhalb von 6 Zoll ziehen 1 vom Moralwert-Test ab. Muss man nochmal dazu sagen. Und das Modell kämpft immer zuerst. Ach, das haben wir auch noch. Blitzschnelle Liebe. Ja. Also wenn der Gegner deine Einheit angreift, du bist immer als erstes dran, kannst ihn zuerst rausnehmen. Ja, ist nicht schlecht. Also DS-3, Schadenswert 2. Mhm. Was geht da zuerst? Die Maris-Mills. Die magst du, ne? Ja, ja, dann haben wir den schönen Sanctus. Sanctus ist der kleine Dolchtyp. Ja. Den haben wir sogar hier direkt auf dem Bild. Auch eine coole Einheit, ja, gucken wir mal, was der kann. Weil das, schickes Modell. Ja. Scharfschützengewehr hat er auch dabei. Was? Ja, hat er dabei. Hat er unter seinem Mantel versteckt. Siehst du dich, ne? Nee. 36 Zoll, Stärke 4, DS-1, auch W3 Schaden. Charaktermodelle anchargen. Achso, dann hat er hier
Verwundungswaffe von 6 plus für diese Waffe zusätzlich zum normalen Schaden eine tödliche Verwundung, wenn eine Psioniker-Einheit durch eine Attacke mit diesem Lebenspunkt verliert, erleidet sie sofort, nachdem die Attacke abgehandelt wurde, Gefahren des Mob. Was ist los? Das ist schon echt. Also, nochmal W3 tödliche. Also, ein Schuss, man macht einen Schaden, dann nochmal W3 tödliche rein. Jetzt würfelst du zweimal eine 5 oder 6 und dann bist du am Arsch. Ja. Bei den meisten Psionikern zumindest. Ja, dann haben wir die Familiar-Clown, Stärke 4, DS minus 0, ein Schaden. Ja, zwei zusätzliche Attacken. Biodolch ist noch ganz cool. Dieser Sanctus Biodolch. Stärke 1, DS minus 2, 2 Schaden. Jedes Mal, wenn der Träger kämpft, darf er eine zusätzliche Attacke mit dieser Waffe aufführen. Diese Waffe verwundet immer auf die 2 plus, es sei denn, das Ziel ist ein Fahrzeug oder eine titanische Einheit. Also, es ist halt ein Charaktermodell-Killer. Es ist halt wirklich ein Meuchelmörder. Also Stärke 1 gegen Fahrzeuge, der Rest ist halt geil. Ne? Ja. Geil. Kulthinterhalt, bedingungslose Loyalität und dann haben wir Mölchenmörder des Kults. Diese Einheit darf niemals eine Begabung des Kriegsherrn haben. Außerdem kostet die Gefechtsoption perfekter Hinterhalt 0 Lebenspunkte statt 1 Befehlspunkte statt 1 Befehlspunkte, wenn sie für dieses Modell verwendet wird. Was? Da war der Marc schon sehr spitzfindig. Der hat schon herausgefunden gehabt. Das ist genau, der perfekte Hinterhalt kostet nämlich hin 3 Befehlspunkte. Boah! Und da hat dann. Ist hier wohl ein Fehler im Buch, also hier ist 0 Befehlspunkte statt 1 ein Befehlspunkt. Es müsste eigentlich entweder 1 Befehlspunkt statt 3 oder halt 0 statt 3, was noch. Also wir vermuten, dass es 1 statt 3 ist. Eben, einfach. Oder? Denke ich auch mal, 1 statt 3, weil ganz auf 0 und man kann ja dann nochmal schießen. Also man kann ja dann das Scharfschützengewehr zweimal abfeuern, wenn man möchte. Einmal, wenn man aufploppt und einmal nochmal in der Bewegungsphase, in der Schussphase. Oder man könnte ja auch nochmal W6 Zoll an den Gegner ranziehen. Ja. Was ich wichtig finde dabei noch zu sagen ist, man kann entweder den Biodolch oder das Scharfschützengewehr mitnehmen. Nicht beides gleichzeitig. Also beides zusammen ist nicht möglich, weil hier steht's. Ja. Mhm. Ne? Okay. Dann müsste man das Modell auch umbauen, weil es gibt glaube ich nur eins. Ne? Ja gut, vielleicht hat er immer den Dolch oder den... Ja. Also hat er den gar nicht unter Mantel versteckt, wie der Marc vorhin gesagt hat, genau. Sondern... Das ist eine Bauart, eine Bauvariante. Aber ist quasi ein bisschen eine Assassine. Stimmt. Ja. Ja. Tatsächlich. Tarnmantel haben wir gesagt, ne? Glaube ich. Hat ihre 2 zu Rüstungswürfen. Ja. 2 zu Rüstungswürfen. Ja, also quasi wie so ein Scout, ne? Ja, den Kellermorph wäre das nächste. Gab's den früher schon? Moment mal, 2 zu. 2, aber ist doch 1. Das wäre dann 4. Das wäre dann 3, man könnte das hier noch mit dem Stanager auf Schutzwürfe, könnte man auf die 2 plus. Geht doch nur bis zum Maximal. Retter bei 3, Rüster geht auf 2. Ja, okay, stimmt. Schicke Sachen dabei. Killermorph, was ist das? Gab es das früher schon? Nee, das gab es nicht. Das ist der Killermorph, ist irgendwas. Ein Revolverheld. Das auf jeden ist Fall. Genau, so ein Revolverheld. Ach, er da. Und zwar der da oben. Auch ein neues Modell. Auf jeden Fall hat die Pistole schon mal Stärke 4, DS minus 1, 2 Schaden. Aber 12 Zoll dann auch noch, ne? Ja, 12 Zoll, ja. 92. Was haben wir hier? Revolver hält dieses Modell da feindliche Charaktermodelle auch als Ziel, wenn sie sich nicht, also darf trotzdem attackieren. Lalala, gibt es da noch irgendwas Besonderes? Außerdem darf dieses Modell jedes Mal, wenn ein feindliches Modell mit einer Waffe des Typs Pistole trifft, sofort einen weiteren Treffer mit derselben Waffe gegen dasselbe Ziel durchführen. Diese Bonustrefferwürfe generieren keine zusätzlichen. Ja, das hatten wir vorhin schon ganz kurz, ne Marc? Das ist, hört sich immer ganz gut an, aber meistens bei 2 Schuss, wie oft passiert das, dass du zusätzliche Treffer generierst? Ne? Aber es sind halt flat 2 Schaden, das ist nicht so schlecht. DS minus 1. DS minus 1 ist okay, aber das ist auch ein Modell, was ich glaube ich nicht so wirklich mitnehmen würde. Und auf Charaktermodelle, ich meine, du hast sowieso nur 12 Zoll Reichweite, ne? Das bedeutet, du bist wahrscheinlich eh schon ziemlich nah dran. Ja, du kannst ja eh wieder aufblocken, ne? Um 9 Zoll um den Gegner rum und dann halt mit perfekten Hinterhalt, zweimal eine 2 Schuss abfeuern. Auch wieder wahr. Dann, wenn dieses Modell feindliche Modelle mit seiner Fernkampfattacke tötet, darfst du bis zum Ende der Phase Trefferwürfe von 1 für Attacken befreundeter Kultinfanterie-Einheiten wiederholen, wenn die sich innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell befinden.
Ja, also der Effekt an sich ist ja ganz cool, aber man muss halt erstmal was dafür tun mit so einer Einheit. Ja, gut, aber Zeit. Aber der kostet halt nichts, ne? Also testen kann man es mal. Ja. Ja. Man kann, ja, man kann es testen. Fünferretter hat er noch. Fünferretter hat er noch, ja. Ja, dann. Stark. Dann kommt ein sehr geiles Modell. Das ist der mit dieser Stadtpfeile. Haben wir den hier? Ist das? Ja. Ja. Sehr geiles Modell. Vor allem kleiner Insider. Das Gebäude da drauf ist wohl tatsächlich der Games Workshop, das Headquarter. Was? Ja, soweit ich gehört habe, ist echt? Das wohl das Headquarter von GW und wir haben das einfach aus der Vogelperspektive abfotografiert und muss man sich mal genau anschauen. Marc haut hier heute die richtig harten Infos raus. Also. Wo liest man denn sowas? Tja, ich gucke, ob man es irgendwo hier drin sieht, aber es soll wohl der Games Workshop sein. Also es, ja, es ist möglich. Mhm. Was kann er denn? An sich sieht er erstmal ganz unscheinbar aus, aber dann geht's los. Er hat die Sonderregel strategischer Koordinator. Nachdem dieses Modell auf dem Schlachtfeld aufgestellt wurde, darfst du einen deiner Hinterhaltsmarker wählen und vom Schlachtfeld entfernen, bevor du ihn irgendwo vollständig innerhalb deiner Aufstellungszone und weiter entfernt als 12 Zoll von feindlichen Modellen neu platzierst. Das heißt, das Modell hat 3 Machtpunkte, wird auch so um die 40 Punkte kosten vielleicht. Mhm. Man kann halt nochmal einen Marker schön umsetzen. Dann geht's weiter. Wirf außerdem, wenn sich deine Armee in Schlachtorten befindet, jedes Mal ein W6, wenn einer der Spieler einen Befehlspunkt für eine Gefechtsstation ausgibt, solange sich mindestens ein Nexus deiner Armee auf dem Schlachtfeld befindet. Wenn es sich um einen von dir ausgegebenen Befehlspunkt handelt und sich mindestens eine befreundete Kultprimus ein befreundeter Kult Primus auf dem Schlachtfeld befindet, addiere 1 auf das Ergebnis. War es ein Befehlspunkt, den dein Gegner ausgegeben hat, und es befindet sich mindestens ein befreundeter Kult Klammerwuss auf dem Schlachtfeld, addiere 1 auf das Ergebnis. In jedem Fall erhältst du bei einem Ergebnis von 6 sofort einen Befehlspunkt zurück. Das ist ganz praktisch eigentlich. Aber das ist schon sehr geil. Da gilt die Regel einmal pro Phase, beziehungsweise ja, einmal pro Runde immer noch. Ne? Ja. Ja, trotzdem ganz cool auf die 5 plus anstatt auf die 6 plus, wenn halt die besagten Einheiten noch auf dem Feld sind. Total kompliziert, da muss ich gleich beide mitnehmen, damit das ganz sicher ja auf die 5 plus losgeht. Wir zeigen, Primus kannst du ja eh mitnehmen und ja. Ja. Wir zeigen euch das mal kurz hier. Hier ist er. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Und hier ist jetzt, muss mal kurz gucken, das Display drehen, damit ich sehe, ob er scharf stellt. Und das wäre jetzt das Games Workshop Gelände. Der Marc hat, glaube ich, tatsächlich recht. Sehr, sehr geil. Cool. Ja. Ja, dann machen wir mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Kurze Pinkelpause. Ja. Nexus hatten wir. Ich glaube, Nexus sind wir auch durch komplett, ne? Mhm. Ja, das ist ein geiles Modell, ne? Cooles Modell. Ja. Games Workshop Typ. Biophagus. Ja, Biophagus. Steht, haben wir hier sogar ein Bildchen von ihm da, direkt. Was kann der gute Mann? Auch ein sehr geiles Modell, aber er hat halt diese Genomverbesserung einfach dabei. Man kann halt am Ende der Bewegungsphase eine Cult Aberrance Einheit innerhalb von 1 Zoll verbessern. Für einen W6, man muss halt einen W6 würfeln. Bei einer 1 wird ein Modell der Einheit getötet und bei einer 2 plus kann man halt einen Verbesserungswurf machen, da würfelt man dann wieder ein W3 und bekommt dann entweder bei einer 1 plus 1 Stärke, bei einer 2 plus 1 Widerstand oder bei einer 3 plus 1 Attacken. Schon geil, ne? Glücksspiel, ja. Aber ist cool. Ist ein bisschen Orc-Style. Ja, ist ein bisschen Orc-Style. Hast du Glück, überlebst du? Würfelst eine 1. Pech hast du, bist du stärker. Dann haben wir ein Alchemikus-Familiar auch wieder dabei. Kann der irgendwas Besonderes hier? Auch wieder diese... Du kannst 2 W3 würfeln und kannst dir das Ergebnis aussuchen. Ja. Okay. Ja, und ja, ansonsten ganz normal Kulthinterhalt, bedingungslose Loyalität natürlich wieder dabei. Ganz coole. Dann hat er als Waffen hat er eine Maschinenpistole, nichts Besonderes. Ein Injektor, Treibstachel, Nahkampf plus 1 Stärke. Also haben wir hier eine krasse Stärke von 4. DS-0, W3 Schaden. Er verwundet aber immer auf die 2 plus. Eben. Ist eine Giftwaffe, außer gegen Fahrzeuge und titanisch. Ja, also wie vorhin beim Dings. Jetzt. Richtig geiles Modell. Zum nächsten Modell. Der kommt ja erst raus.
den Ridge Runner. Mega geiles Buggy-Modell. Ach, gibt es den noch gar nicht zu kaufen? Nee, der kommt erst jetzt. Ah. Erst heute vorbestellbar, ja, okay. Glaube ich. Heute, ne? Heute vorbestellbar? Ja. Ja. Okay, aber ab heute dann, ne? Also. Ja, aber kommt nächste Woche dann erst raus. Ja, 14 Zoll Movement wie die Biker, trifft auf die 4, Nahkampf 6 plus, Stärke 5, Widerstand 5, 8 Lebenspunkte, 3 Attacken, 4er Rüster, dann hat er einen Gefechtsmörser dabei mit 48 Zoll, Schwer W6 Schuss, Stärke 5, DS minus 1, 1 Schaden und kann natürlich Einheiten ohne Line of Sight. Ja, anstatt dem Gefechtsmörser könnte er Raketenwerfer oder einen schweren Bergbaulaser, kennt man ja schon, haben. Ja, und das kann er, Kult Hinterhalt, und dann haben wir diesen Leuchtkugelwerfer, ich denke, das ist, was soll das? Wenn ein Modell mit dem Leuchtkugelwerfer ausgerüstet ist, wirf jedes Mal einen W6, wenn es einen Lebenspunkt verliert, okay, bei einer 6, also viel No Pain. Und dann haben wir aber noch hier, außerdem darfst du einmal pro Schlacht zu Beginn deiner Bewegungsphase eine befreundete Kult-Biker-Einheit innerhalb von 6 Zoll dieses Modell wählen. Wenn die gewählte Einheit in dieser Phase vorrückt, bewegt sie sich zusätzlich 6 Zoll und es ist kein Würfelwurf nötig. Ja. Auch nicht schlecht. Das sind 20 Zoll für die Jackals, so, ne? Oder wie die heißen. Ja. Ja. Wenn man dann mit dem Flamer dran will. Die Atalan-Jackals, ja. Genau. Ja. Explosion, nichts Besonderes. Ja. Scout-Fahrzeug, also diese ganz normale Scout-Regel. Du darfst Einheiten bis zu 9 Zoll weit bewegen. Ne? Ja. Ist die Frage, ob das noch so stark ist mit dem Kult-Hinterhalt, ob man wirklich scoutet oder ob man gleich einen Marker setzt, ne, und das Ding dann dahinstellt. Eben. Erfassungs-Augur gegen Attacken eines Modells mit der... Achso, kein Bonus auf ihre Schutzwürfe. Oh, das heißt, man hat also nicht nur gegen den Gefechtsmörser... Oh ne, der Gefechtsmörser hat zusätzlich keine Deckung. Das ist schon ganz geil. Mhm. Also dann DS... Das ist schon ganz geil. Das, und weil er Einheiten als Ziel wählen kann, die du nicht siehst, ist das schon nicht schlecht. Definitiv. Also versteckte Einheiten in der Ruine zum Beispiel kriegen schon mal keinen Bonus. Und... Sehr geil, finde ich. Beobachter, wenn ein Modell einen Beobachter hat, erhöhe die Reichweite seiner Fernkampfwaffe um 6 Zoll. Das heißt, er ist der Beobachter. Der Gefechtsmörser würde dann 54 Zoll schießen können auf Einheiten, die er nicht sehen kann und keinen Deckungsbonus. Genau. Das ist schon nicht schlecht. Ja, nach Punkte 4, was kostet der an Punkten im Spiel? Gucken wir mal kurz rein. Ja. Den werden wir noch dabei haben. Definitiv, vor allem so zusammen mit den Bikes und... Wenn der jetzt günstig ist. 50 Punkte. Oh, ohne Waffen. Nimmst du mit. Und der Gefechtsmörser würde nochmal kosten 8 Punkte. 58 Punkte. Was plus die das? Zwei Maschinengewehre. Plus 4 Punkte. 62. Plus der Beobachter 5 Punkte. Mhm, 67 Punkte. 67 Punkte. 67 Punkte. Für so ein Modell kann man auf jeden Fall machen. Sturm, 3 Stück mitnehmen. Ah, nein, 3 Stück nicht, weil man braucht 1 Slot für die Bikes. Mhm. Und da kommen wir zu den Atalan Jackals. Haben wir ja kurz schon angesprochen vorhin. Genau. Ja. Ja, an Waffen, das ist halt ganz geil, Marc. Du hattest da irgendwas noch wegen dem Bike. Wegen dem Bullquad. Genau. Man kann halt so ein Quad dazu packen. Das ist auch in der Box schon mit drin. Das muss man nicht extra kaufen. Geiles Modell. Ein Quad pro Trupp. Und das Ding kann halt eine schwere Waffe tragen. Die da wäre zum Beispiel ein Art Flammenwerfer, Atalan-Brenner, Reichweite 12 Zoll. Wichtig. Mal denken, man kommt dran in der ersten Runde oder in der zweiten Runde auf die 9 Zoll und kann 12 Zoll flamen. Schwer W6, Stärke 5, DS minus 1 und trifft natürlich automatisch. Flamer. Schon geil. Kein 8 Zoll Flamer, das bedeutet, man kommt wirklich mal hin. Mhm. Ja, ansonsten kann man halt auch, wie ich finde, bei den Typen, da macht es durchaus Sinn, mal eine schöne Nahkampfwaffe auch zu nehmen. Ne? Also die Bergbauhacke oder sowas, improvisierte Waffe, sehr cool. Also Stärke 4, DS minus 2, W3 Schaden. Also, und dann halt auch nochmal eine zusätzliche Attacke generierende, irgendwie finde ich auch sehr, sehr cool, die auch mal einen Nahkampf anzubringen, weil die Typen haben halt auch eine Attacke. Ja, was ja. Die Waffe aber gilt nur für das Wolf Squad, ne? Wolf Quad. Ja. Ja, ach so, okay, ja gut. Das Bergbauhack ist, glaube ich, nur für das... Ja, weil er hier hat ja so eine Hacke hier, der eine Typ auf der Packung. Ja. Power Axe, nee, das ist eine Power Axe. Sehen wir hinten auch auf der Packung drauf.
Ja. Also der hat eine Power. Der Leader. Der Leader, genau. Ah, ich stelle mir die so vor, die stellst du erstmal im Hinterhalt irgendwo hin, die hauen dir vielleicht eine relativ schwache Einheit im Fernkampf da weg, du kannst mit denen noch schnell zum Missionsziel huschen, weil schnelle Bewegung, bisschen was schön wegschießen. Flamer ist natürlich geil, Missionsziel einnehmen für relativ wenig Punkte. So stell ich mir das vor, schnelle Einheiten, die ein bisschen was wegschießen können. So Infanteriekiller. Ja. Ja. Und ja, halt Nerven halt auch. Wie vorhin auch schon mal gesagt, geschickt im Sattel, minus 1 to hit. Ja, genau. Ist halt auch geil. Alle Mann. Saugeil, ja. Ja, weiter geht's. Kult, Armored Sentinels, Scout Sentinels, Lehman Russ. Da kommen wir jetzt halt bei den ganzen Sachen rein, die direkt in die Genestealer-Kults mit integriert werden können. Lehman Russ, Sentinels. Dann haben wir... Die Brute Brothers haben wir vorhin angesprochen. Haben ein Heavy Squad, Heavy Weapon Team bekommen quasi. Dann haben wir den Goliath Rock Grinder. Nichts Besonderes. Also natürlich, aber Goliath Truck. Die kennt man schon auf dem Index auch. Hat sich auch nicht geändert. Chimäre, auch klar. Chimäre. Und jetzt, da müssen wir auf jeden Fall letzte, sage ich mal, Einheit, wo wir jetzt nochmal drauf eingehen. Geländestück. Das neue Geländestück. Diese tektonische Frag Drill. Leute. Leute, das Ding ist geil. Also ich glaube, das erste Geländestück in 40k jetzt in der neuen Edition, in der jetzigen Edition, die wirklich das wirklich was taugt. Also ja, echt geil. Also kurz gesagt, man hat natürlich erstmal die Möglichkeit mit diesem unterirdischen Zugang. Also einmal pro Zug darf sich eine Infanterie- oder Biker-Einheit mit dieser Fähigkeit Kulthinterhalt in ihrer Bewegungsphase vom Schlachtfeld bewegen, wenn sich alle Modelle auf Bodenebene befinden und sich in ihrer Bewegungsphase diesem Modell bis auf ein Zell nähern können. Also die quasi um dieses Teil rumstehen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau. Wenn eine Einheit dies tut, entferne die Einheit vom Schlachtfeld, stell dir die Einheit am Ende der nächsten Bewegungsphase beliebig auf dem Schlachtfeld auf, jedoch weiter als 9 Zoll entfernt von eigentlich allen feindlichen Modellen. Ende das Spiel, bevor die... Ist tot. Ist sehr cool. Ne? Also man kann die dann, man hat sie hinten stehen und dann lässt man die nochmal irgendwo hinploppen. Genau. Das ist gerade für einen späteren Spielverlauf, wo man vielleicht, weil natürlich, du hast mit den Genestealer-Cults jetzt durch diese ganzen Marker und so weiter, du willst, hast am Anfang sehr viel Verwirrung beim Gegner und bist aber dann aktiv. Und das ist halt so eine Möglichkeit, hinten raus im Spiel nochmal so ein bisschen Mobilität zu schaffen. Und zu sagen, du hast trotzdem hinten raus einfach noch die Power, um irgendwo noch ein bisschen Field Control zu kriegen. Ja. Oder halt einfach nochmal im Verlauf des Spiels für Verwirrung zu sorgen. Finde ich sehr, sehr cool, diese Geschichte. Ne? Also, ja. Und man kann natürlich also einmal ein Modell, also eine Einheit mit dem Geländestück irgendwo hin bewegen und dann ja nochmal für einen Befehlspunkt. Das heißt, man kann in dieser Runde, wenn man möchte, zwei Einheiten nochmal umsetzen. Mhm. Das kann man natürlich immer auch nicht von los schaffen. Also mehr Mobilität kannst du eigentlich gar nicht haben. Ne? Du kannst eigentlich gar nicht noch mehr Verwirrung stiften beim Gegner. Ja. Das ist schon geil. Dann haben wir noch aktiviert den Bohrer, wenn sich ein Modell deiner Armee am Ende deiner Bewegungsphase auf einem tektonischen Fractal befindet und sich keine feindlichen Modelle darauf befinden, kannst du den Bohrer aktivieren. Ach so. Wenn du dies tust, wirf zunächst einen W6 für jede Einheit auf der Bodenebene des Schlachtfelds, die sich innerhalb von 3 Zoll um die Spitze des Bohrkopfes um dieses Modell befindet. Bei einer 6 erleidet die jeweilige Einheit sofort W6 tödliche Verwundung. Wirf dann einen W6 und addiere für jede bisherige Aktivierung des Bohrers dieses Modells in dieser Schlacht 1 auf das Ergebnis. Das ist halt krass, ne? Ist das Ergebnis niedriger als 6, so tritt der unten beschriebene Effekt seismisches Rumoren bei einer 6 ein. Bei einer 6 plus treten die unten beschriebenen Effekte seismisches Rumoren und seismisches Beben ein. Der Effekt seismisches Beben kann nur einmal pro Schlacht eintreten. So, seismisches Rumoren. Ziehe bis zum Beginn deiner nächsten Bewegungsphase 2 von Angriffswürfen für Einheiten ab, die sich innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell befinden. Dies betrifft keine Einheiten, die fliegen können. So, und jetzt, das finde ich halt auch sehr, sehr geil, seismisches Beben, ziehe eine gerade imaginäre Linie von 1 mm Breite, so von einem beliebigen Punkt einer Schlachtfeldkante zu einem anderen beliebigen Punkt der Schlachtfeldkante. Das heißt, man zieht wirklich eine Linie über das Schlachtfeld. Wie man möchte.
Und jede feindliche Einheit, die sich innerhalb dieser Linie befindet, kriegt bei einer 4+, 4+, W3 tödliche Verwundungen. Was zum Teufel? Ja, aber was ich vorhin auch überlesen hatte, muss ich dazu sagen, dass es nur einmal pro Spiel anwendbar ist. Ne? Mhm. Ja, das ja ist aber trotzdem, das reicht. Ist schon... Und das Modell kostet ganze 75 Punkte im Spiel. Voll, mit dem Bohrer, mit allem. 75 Punkte. Wenn man das geschickt macht und man zieht da eine gute Linie, so ein bisschen gut ausgerichtet, quer durch die mehr oder weniger Aufstellungszone des Gegners. Also trifft man schon mal 3-4 Einheiten. Minimum, immer. Ne? Ja. Also, krass. Da geht was. Das ist wirklich das erste Geländestück, so wie du es schon gesagt hast, was tatsächlich mal was bringt. Ne? Aber gibt es derzeit auch noch nicht, ne? Oder? Doch, es gibt es schon. Kann man auch jetzt vorbestellen, glaube ich. Ne? Ist schon dabei, ja. Also es ist schon quasi da. Aber wir haben es irgendwie, okay. Weiß nicht, ich dachte mir so auch so Geländestück, ja, wird eh wieder nichts. Aber mal so nebenbei gesagt, wenn ihr da was von haben wollt und bei uns bestellen wollt, dann könnt ihr das per Mail machen, ne? Wie wir schon mal gesagt hatten. Schreibt uns eine Mail, was ihr haben wollt. Wir besorgen euch das dann für 20% Nachlass, es sei denn, es ist GW-exklusiv. Und Literatur, ne? Und Literatur natürlich. Buchpreis, Bindung und so weiter. Dein Lieblingswort. Mein Lieblingswort. Ja, das waren die Einheiten. Und zum Schluss das wunderbare Geländestück. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal zu den Disziplinen, also zu den Psi-Sachen. Und gehen die 6 Stück, die wir da nochmal haben, nochmal ganz schnell durch einfach. Genau. Ja, Massenhypnose. 7er Warpwert. Du wählst dann eine feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll und dem Psioniker, die sichtbar ist. Zu Beginn deiner nächsten Zielphase kann das Ziel kein Abwehrfeuer geben. Kämpft zuletzt in der Nahkampfphase, selbst wenn es angegriffen hat, und muss eins von seinen Trefferwürfen abziehen. Geile Sache, ne? Auf jeden Fall. Dann gibt es noch das zweite, die Gedankenkontrolle. Warp-Energie von 7. Würfelst 3W6 und versuchst über den Moralwert des Gegners zu kommen, der gegnerischen Einheit. Innerhalb von 12 Zoll mit deinem Psioniker. Und bist du drüber, kannst du mit dieser Einheit schießen, als wäre es deine Einheit. Allerdings nicht auf dich selbst, aber du kannst auf Modelle deiner eigenen Einheit schießen. Das ist halt ganz geil, ne? Ich sag mal, wenn man so einen Ritter da stehen hat, das kann oder so einen Titan, der kann ganz witzig seine eigenen Leute befeuert, dann oder einen lieben Rust zum Beispiel, der dann mal auf seine eigene Einheit. Geil. Ja. Ganz praktisch. Gibt ganz tolle Sachen, Möglichkeiten damit, ja. Psionische Explosion haben wir als drittes. Hat einen Warp-Charge von 5. Wenn man es manifestiert, kann man innerhalb von 18 Zoll und dem Psioniker eine Einheit, die sichtbar ist, nach Hause. Und wirft 2W6. Dann muss man manifestiert werden. Warp-Energiewert 5. Also Kai geht schon ein bisschen früher los. Zwei halbe reichen. Muss aber rechtzeitig zu Hause sein. wenn das Ergebnis niedriger als der höchste Moralwert in der gewählten Einheit ist, erleidet die Einheit eine tödliche Verwundung. Ansonsten erleidet sie W3 tödliche Verwundung. Ja, alles also, klar. Also wie so ein Smite. So, ja, so ein möchte ganz oder weit. Psychic Scream nochmal. Ja. Ganz witzig, Tyranniden dabei, Psychic Scream, das Ding nochmal. Mit der kleinen Einschränkung halt wegen des Moralwerts aber. Ja. Mentalen Angriff. 6er Warp-Energiewert, wenn er massiviert. Also feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll und dem Psioniker und für ihn sichtbar ist, wählen. Beide Spieler werfen einen W6 und addieren den Moralwert ihres jeweiligen Modells zum Ergebnis. Wenn dein Ergebnis höher ist, erleidet die Einheit des feindlichen Modells eine tödliche Verwundung. Wenn das gewählte Modell danach noch am Leben ist, wiederhole den Vorgang. Beide Spieler werfen einen W6 und addieren den entsprechenden Moralwert. Und das wiederholt man, bis das gewählte Modell zerstört ist oder es dir nicht mehr gelingt, ein höheres Wurfergebnis zu werfen. Kennen wir schon so von den... cool. Ja, dann also gegen Necrons nicht. Ja, bestimmt gegen Necrons ziemlich sinnfrei. Dann haben wir noch psionischer Stimulus. Stimulus. Wenn der manifestiert wird, dann der Erste, der es schafft, kann man quasi eine eigene Genestealer-Kulteinheit noch angreifen lassen, auch wenn sie vorgerückt sind. Und sie kämpfen immer zuerst.
Geil. Das ist ja stark. Das ist schon echt stark. Also nicht nur die Pure-Stream Jeet-Stealer können dann vorrücken und angreifen, sondern auch jede andere Einheit. Also das nimmst du, glaube ich, immer mit. Das ist die Psy-Kraft schlechthin, glaube ich. Oh, die nächste ist auch ganz gut. Die sechste. Extragalaktische Map. Ja. Warp Charge von 7, wenn sie manifestiert wird. Wählst du eine befreundete Infanterie- oder Biker-Einheit der Jane-Sealer Kults innerhalb von 18 Zoll und dem Psioniker? Und addierst bis zum Beginn deiner nächsten Psy-Phase 1 zum Stärke- und Attackenwert aller Modelle. Okay, auch geil. Ja. Für Jean-Stealer, ne? 5 Attacken, Stärke 5. Also wenn man da, ihr habt es euch hoffentlich gemerkt, Marc hat das ja immer mal so ein bisschen mitgezählt mit den Jean-Stealern, wie man die so nach und nach pushen kann. Also ich glaube, ich bin mittlerweile auf der Jean-Stealer, bei den Jean-Stealern bei einer Stärke von 7. Ja, ich glaube 8 war es. 8 kriegt man glaube ich nicht, aber eine Stärke von 7 kriegt man hin. Panzernacker Jean-Stealer mit DS-1 dann, ne? Ja, oder 4. Oder 4. Oder 4 auf die 6, na klar. Und treffen mit Fruitlord auf die 2+, oder wie heißt das hier? Ja. Aberrant, ne, ach, keine Ahnung. Und treffen. Je nachdem kriegen die 5 bis 6 Attacken auch hin. Ja. Das schon, das kann man ganz böse, also die kann man höher züchten als so die normalen Jean-Stealer der Tyranniden, ne? Ja. Auf jeden Fall, da kann man nichts auf die Stärke pumpen oder... Krass. Heftig. Also wenn die ankommen als Gegenspieler, hast du da nichts zu lachen. Nee. Sag mal, selbst die Stärke 5 bei denen reicht ja dann schon. Das sind dann bei normalen Marines auf die 3+ verbunden, triffst auf die 2+, wenn du glaubst. Ja, da haben wir noch so ein paar Warlord-Trades. Gehen wir ganz schnell mal durch. Fokus, Anbetung, befreundete Kultinfanterie-Biker-Einheiten können eine heroische Intervention ausführen, solange sie sich innerhalb von 6 Zoll im Kriegsherrn befinden. Ganz geil. Dann haben wir das nächste, ziehe 1 von allen Trefferwürfen für Attacken gegen deinen Kriegsherrn ab, aus dem Standardding. Das nächste, addiere 1 zum Attacken- und Stärkewert deines Kriegsherrn, aus dem Standardding. Aber auch cool, gerade das erste jetzt. Für den Patriarch vielleicht nicht schlecht, ne? Ja. Dann ist ja schon ziemlich hart. Ja. Reduziere jeglichen Schinken. Ich habe gerade an Schinken gedacht. Schinken. Reduziere jeglichen Schaden, den dein Kriegsherr erleidet, um 1. Bis auf ein Minimum von 1, wenn dein Kriegsherrn zum Beispiel einen Schutzwurf gegen eine Attacke misslingt, die 3 Schaden verursacht, 2. Dann haben wir zum 5. addiere 3 Zoll zur Reichweite der Aura-Fähigkeiten deines Kriegsherrn. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor von den Tyranniden. Und dein Kriegsherr kämpft in der Nahkampfphase immer zu ernst. Das kommt mir bei den, das kenne ich doch von den Tyranniden auch. Das ist die Tentakelpeitsche dann, ne? Genau, wenn der Gegner... War die Tentakelpeitsche. Ja. Ja, selbst wenn dein Gegner, ja, also immer zuerst kämpfen. Auch ganz cool, um da mal ein bisschen Gas reinzumachen, weil ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel Videozeit. Und ja, dann haben wir noch die Begabungen der Kriegsherren, der Kult. Also die kultspezifischen Kriegsherrenbegabungen, ja. Genau. Soll ich das auch einfach nochmal runterrennen? Ja, einmal pro Schlacht, wenn sich ein Kriegsherr auf dem Schlachtfeld befindet, kannst du einen Trefferwurf, Verwundungswurf, Schutzwurf für befreundete Einheiten des Kults des 4-armigen Imperators wiederholen. Wenn du eine Armee in Schlachtordnung spielst, wirf außerdem vor Beginn der Schlacht einen W3. Du erhältst eine Anzahl Befehlspunkte, die dem Wurfergebnis entspricht. Finde ich sehr cool. Sehr, sehr stark. Gerade bei kleinen Matches irgendwie, wo es nur um 5 Befehlspunkte geht, nochmal 1, 2, 3 dazu bekommen. Mega gut, ja. Gerade weil wir so viele Befehlspunkte ausgeben wollen mit den Jeans-Türen, ne? Ja. Also die hauen wir richtig raus. Ja, dann Makropolkult. Wiederhole Treffer von 1 für Attacken mit Fernkampfwaffen von Modellen in befreundeten Makropolkult-Einheiten innerhalb von 6 Zoll. Also 6er Bubble, 1er Reroll. Geile Sache. Nach der Aufstellung, aber bevor du die erste Schlachtrunde beginnst, wählst du eine einzelne Einheit aus der Armee deines Gegners. Du kannst Verwundungswürfe, Attacken von befreundeten Klingen, Zahnrad, Einheiten wiederholen, solange sie sich innerhalb von 6 Zoll um deinen Kriegsherrn befinden, wenn sie die gewählte Einheit als Ziel haben. Ja, wenn du so ein High-Priority-Target hast, ja, vielleicht. Wenn du ankommst, dann auch zufälligerweise, dann kannst du ein bisschen was reißen. Aber würde mich jetzt zu sehr einschränken in meinen Spielfluss. Würde ich nicht nehmen, jetzt so aus dem... Ja. Dann haben wir die rostige Kralle. Jedes Mal, wenn du einen unmodifizierten Verwundungswurf von 6 für ein Modell aus deiner befreundeten rostige Kralle-Einheit in der Nahkampfphase wirfst, solange sie sich innerhalb von 6 Zoll um deinen Kriegsherrn befindet, wird der Panzerdurchschlagswert dieser Attacke um 1 verbessert. Also DS0 wird zu DS1. Dann haben wir den armen Prinzen. Addiere 2 zu Würfen für bedingungslose Loyalität, die du ablegst, wenn dein Kriegsherr Schutzwürfe misslingen oder dein Kriegsherr tödlich verwundet. Ja, okay.
Ja, ist nicht schlecht. Auf die 2 plus, ein Feel of Pain, ein Axer. Ach so, ja, okay, aber... Ja. Erhöhe den Schadenwert aller Waffen, die dein Kriegsherr benutzt, um 1. Ausgenommen heilige Relikte. Ja, das ist ganz, das ist auch ganz cool. Aber also, nur für den Kriegsherr. Ja, ja, wer weiß. Ja, und zu guter Letzt, Relikte, würde ich sagen, lassen wir sein, ne? Ja. So grob, weil das wird auch viel sein, was es so schon in... Relikte, wie bei allen anderen Fraktionen, 2 Seiten vollgepackt und jede Menge Zeug. Ja, meistens 3-4 Waffen, ne? Und 2-3 nützliche Sachen. Bisschen 5 Waffen sehe ich gerade. Bisschen Synergiesachen vielleicht, meine Aura oder was weiß ich. Ja. Ja, Leute, das soll es gewesen sein zu den guten Jeans-Stealern. Wir sind das jetzt mal so ein bisschen durchgegangen, alles nochmal. Was sagt ihr? Sehr geil. Ja. Auf jeden Fall. Geile also, Armee. Kosten-Nutzen ist bei denen auf jeden Fall krass gut, glaube ich. Was sagst du jetzt? Du kennst die Jeans-Stealer von damals mit Zurück in den Schatten und so. Das war ja damals sehr, sehr... also viele haben ja befürchtet und ich kannte die von damals auch so ein bisschen und dieses Zurück in den Schatten war ja damals relativ einfach nutzbar, aber findest du, dass Games Workshop es jetzt geschafft hat, in der 8. Edition die Jeans-Stealer in ihrem typischen Spielstil beibehalten zu lassen mit diesen ganzen Stratagems, mit den Markern und so weiter, dass das Zurück in den Schatten so nicht mehr nutzbar ist, beziehungsweise jetzt nicht schlimm ist, dass es so ist? Also ich finde es echt nicht schlimm, weil es ist halt wirklich, anstatt Zurück in den Schatten, man hat ja noch Möglichkeiten Zurück in den Schatten für Befehlspunkte halt. Aber ich finde halt das mit den Markern eigentlich viel geiler, dass man die Marker da hinlegt irgendwo und dann der Gegner überhaupt nicht weiß, wo ich welche Einheit aufstelle oder vielleicht gebe ich dann Befehlspunkt aus und lasse doch noch eine Runde später auftauchen. Und das finde ich eigentlich noch stärker, also noch cooler eigentlich. Also nicht stärker vielleicht nicht, aber einfach cooler. Ja, also mir fiel da auch so diese Parallele auf, um jetzt mal kurz zum AOS zu kommen. Da kamen jetzt vor kurzem die Gloomspite-Gits raus. Ich habe da jetzt nicht den mega Einblick, aber das war ja jetzt die letzte, also eine Fraktion, die mega viel Spaß und witzige Sachen mit sich gebracht hat. Und das Ende jetzt der großen Codicy-Erscheinungsreihe haben die Jeans-Dealer jetzt mit einer ähnlichen Energie gemacht. Da kamen so viele geile Sachen jetzt rein, finde ich, die jetzt nochmal neue Sachen mit sich gebracht haben. Alleine diese Marker, das kannten wir bisher überhaupt nicht. So, ja, das ist neu. Was völlig Neues. Ganz weißt neu. Du? Also ich finde, das hat jetzt nochmal mega, mega Schwung in diese Edition reingebracht und vor allem auch die Jeans-Dealer, die haben es echt verdient jetzt nach der langen Zeit. Ja. Also, dem sie ja lange ganz verschwunden waren und dann erst in der 7. da aufgekommen, in der 6., Ende der 6. glaube ich, aufgetaucht sind. Ja. Und dann halt mit wirklich geilen Einheiten auch, ne? Also. Ja. Ja. Der Rock Rhino ist ja schon ziemlich fett. Die coole Trucks und so. Aber coole Modelle. Gefallen dir auch. Ja, also gerade hier Bikes, Quad und auch geil, der Buggy. Mhm. Ja. Ziemlich geil, ja. Also normal muss man dazu sagen, ich bin normal nicht so der Jeans-Stealer-Freund. Wir haben uns vor ein paar Wochen genau über dieses Thema unterhalten, ne? Ja. Niemals Jeans-Stealer. Nee, ich normal nicht. Aber jetzt finde ich doch einige Modelle ganz geil. Ja. Muss ich sagen, muss ich zugeben. Ja, und die könnt ihr auch in bald kurzer Zeit in einem Battle Report bewundern. Wir haben so ein paar Einheiten versucht fertig zu machen in Windeseile. Beziehungsweise wir haben versucht, eine Jeans-Dealer-Armee aufzubauen innerhalb von einer Woche mit so ein paar Einheiten. Es wird natürlich ein bisschen ergänzt mit Astra Militarum, vielleicht auch ein bisschen Tyranniden. Ja, aber vollkommen machbar. Klar, ist ja kein Problem. Ne? Spielt uns ja in die Karten, ne, weil wir nicht so schnell waren. Also wir haben auf jeden Fall ein paar neue Einheiten dabei, ein paar schöne und werden euch das versuchen, alles ein bisschen zu zeigen. Und wie der Kai das vorhin schon angesprochen hat, könnt ihr, wenn ihr uns supporten wollt, gerade weil auch einige Leute immer mal gefragt haben, ob sie uns supporten können über Patreon, PayPal, was auch immer. Das machen wir nicht. Wir werden, also wir wollen da auch kein Spendenkonto einrichten oder so. Wir freuen uns einfach erstmal über tolle, positive Kommentare. Und des Weiteren freuen wir uns einfach, wenn ihr uns supporten wollt, dass ihr bei uns im Shop einkauft. Der Shop ist jetzt noch nicht in Gänze online, aber wir haben ein sogenanntes Soft Opening. Das heißt, ihr könnt per E-Mail, die unten drunter unter dem Video verlinkt ist, bei uns bestellen. Da kriegt ihr alle Games Workshop Produkte, die so auch frei erhältlich sind, wenn wir sie nicht auf Lager haben. Natürlich schnell, aber so könnt ihr bei uns bestellen, kriegt 20% da drauf.
Zusätzlich geben wir auf alle. Das ist halt bescheuert, ne? Ihr nehmt keine Spenden und gebt 20% ja, so ist es. Die Community, ne? Wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen. Zusätzlich, alle GW-Exclusive-Produkte sind bei uns mit 5% rabattiert. Das heißt, auch wenn ihr da was braucht. Das richtet sich natürlich immer ein bisschen nach dem, wie Games Workshop das gerade lieferbar hat. Aber das sind grundsätzlich unsere Rabatte, die wir geben. Auch auf Farben. Buchpreisindex natürlich, sage ich mal, Printprodukte ausgenommen. Aber das ist einfach so der Weg, wo ihr uns supporten könntet und wir würden uns freuen. Ja. Des Weiteren, ganz kurz, wenn ihr dazu Fragen habt, dann einfach mit in die E-Mail reinpacken. Das kann man alles dann immer schön locker, leicht, schnell klären. Oder wir telefonieren mal. Oder alles easy. Des Weiteren müssen wir uns an dieser Stelle auch einfach mal zum Abschluss des Videos bei euch bedanken. Ihr seid eine tolle Community. Wir sind jetzt in wenigen Monaten auf diese Zahl gewachsen an Followern und wir danken euch, dass ihr einfach auch von der Ferne helft, dass diese Community weiter wächst, dass wir weiter Motivation haben, das hier überhaupt durchzuführen, weil wenn man immer mal so tolle Kommentare liest, von wegen, es ist cool, was ihr macht und so, das freut uns sehr und das ist halt auch so der Lohn, der uns da wirklich antreibt, zu sagen, wir machen da jetzt immer weiter und das macht auch wirklich Spaß. Also ja. Bei mir persönlich ist so eine Motivation, ich setze mich dann gerne wieder hin, versuche jetzt schnell was fertig zu machen, jetzt wie innerhalb einer Woche die Jeans-Dealer, weil ich dann weiß, vielleicht gibt es ein paar Leute, die das honorieren und das macht Spaß dann. Ne? Genau. Und ja, es freut mich einfach sehr und auch noch, dass da alle so mitmachen und da auch nochmal Dank an unsere, du bist jetzt das Symbol unserer lokalen Community, an euch alle, weil ihr macht diesen Laden, den wir hier haben, einfach zu dem, was es ist, zu einem wunderbaren Platz, wo man klar ein paar Sachen kaufen kann, aber wo man vor allem herkommt, coole Gespräche führen kann. Ja, nicht immer sinnvolle Gespräche sind, aber das sind ja auch die schönen Gespräche. Ja. Und wo man einfach eine tolle Zeit erleben kann und auch zocken kann. Ne? Das erweitert das Hobby einfach um eine Vielzahl neuer Aspekte. Da kann ich auch nur zu sagen, wenn ihr irgendwie in der Nähe seid oder kommt in Kassel vorbei, packt ein paar Figuren ein, kommt bei den Jungs vorbei und spielt hier einfach. Hier stehen immer zwei Tische bereit. Innerhalb der Öffnungszeit natürlich, also nachts um drei braucht ihr nicht auch da. Aber ihr könnt eigentlich hier, irgendwie schreibt jemanden, da ist immer jemand bereit für ein kleines Spiel. Also könnt ihr echt hier vorbeikommen und einfach mal eine Runde spielen, das ist super cool, ja, macht echt Spaß. Und als Einsteiger vielleicht auch ganz interessant, dass man, wenn man eine Frage hat, einfach drauf los. Hier gibt es, weiß nicht, 30, 40 Leute, die super geil darauf sind, Einsteigern dabei zu helfen, ja, ins Hobby zu finden. Und die Community hilft uns dabei. Also wir genau, haben, das meine oft, ich. Ja. Ja, wie oft haben wir es gehabt, dass wir zwar jetzt da waren, irgendwie so, ich sag mal, die Betreiber des Ladens, aber dann kamen die Jungs und sind da eingesprungen und haben geholfen. Ja. Das ist geil, das macht Spaß. Und das ist toll. Das, was wir wollen, dass sich die Leute gegenseitig finden, einen Rat greift ins nächste und alle haben... Oh, die maximale Aufnahmezeit erreicht. Genug der Sentimentalitäten, ja, ich weiß nicht, es ist schon spät jetzt. Ja. Habt ihr noch was? Nee, ich kann nur sagen, wenn ihr irgendwie noch Fragen zu der Armee habt, zu den Jeans-Dealern, schreibt den Jungs, die beantworten euch echt jede Frage. Also oder auch das Video und Marc beantwortet das. Ja, klar. Wenn wir es nämlich nicht wissen, rufen wir den Marc an. Lernen wir lieber mir. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder wollt euch so eine Armee zusammenbauen, die Jungs helfen euch, ich helfe euch und... Sehr gut. Du hast gesagt, jetzt hängt hier alle. Jetzt ist er drin, jetzt ist er. Guter Satz. Jetzt geht nicht weiter zurück. Nein, wir helfen euch alle gerne. Ja. Das ist so. Und dann nochmal vielen Dank an dich, dass du mitgemacht hast und uns unterstützt. Und gerne wieder. Ja. Nächstes Mal Battle Report. Oh, was eine Kampfansage, Mann. Sehr schön, sehr schön. Ja. So, was soll das hören? Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, auch wenn das manchmal ein bisschen verrufen ist. Aber wir würden uns trotzdem freuen. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei dem Video und versuchen jetzt auch immer mal ein bisschen mehr Reviews zu machen. Ich denke, das war eine ganz coole Sache, gerade wenn man so Typen wie ihn dabei hat, wo man da sich ein bisschen Hilfe holen kann und wo es auch noch Spaß macht zusammen. Sehr geil. Also, ja, das war's das, ne? Bis bald. Macht's gut. Ciao.